Nachdem wir die Grabhügelhöhle erfolgreich abgeschlossen haben und den Banditenfürsten erfolgreich aufgehalten haben, haben wir den Weg wieder zurück in Richtung Gloomhaven angetreten, um uns etwas zu kurieren, um unsere Wunden zu versorgen und um unser Geld auszugeben. Wir beginnen dort mit dem Einkaufen, geben das restliche Geld aus, was wir bekommen haben, und lassen uns von einem weiteren Händler, einer Händlerin, einweisen, die uns einen weiteren Auftrag gab. Wir sollen ein paar Wegelager aufhalten, die ihre Karawane überfallen haben, das Inox-Lager, so sagte sie. Bevor wir das tun, rekrutieren wir zwei neue Kameraden, die sich dieser glorreichen Queste anschließen, und zwar einen weiteren Steinmenschen, einen Crackard und einen Spellweaver, die wir in einer nahen Taverne aufgabeln und ja, während wir uns etwas kennenlernen, streifen wir durch die Stadt, bis es zu einer Begegnung kommt. Du Balkan, dein Part. Ja, sag mir das doch mal früher, dann kann ich mich auch vorbereiten. Ach, City du Event. weißt doch, was passiert. So langsam aber sicher. Dann schauen wir doch mal. Auf einem Weg zum Handelsdistrikt fällt uns ein alter Wallrat ins Auge, der eine große Vase aus seiner Eingangstür trägt. Als wir näher kommen, muss gerade mal kurz lesen. Beginnt zu strugglen with the legs, also er fängt an zu taumeln. Sweet Und Puring. fängt an zu schwitzen. Unter der Belastung verliert er die Balance und die fragile Vase bricht auf den Boden, während er laut flucht. Oh, sie fällt noch nicht auf den Boden. Sie versucht auf den Boden zu fallen. Option A, versuchen die Vase zu fangen. Option B, die Vase auf den Boden fallen lassen. Ja, ich glaube, Option A ist das einzig Sinnvolle. Es ist wenig Ja. spaßig, wenn wir dazu gucken. Was Retten sagt die die Oma. anderen? Wir retten die Oma. Rettet die Vase. Ich Wir wollte auch retten gerade die sagen. Vase, definitiv. Gut, Option A. Drehen wir die Karte um und schauen mal, was Option A für uns verbirgt. Oh, von den Helden da oben haben wir, glaube ich, keinen. Doch, der Crackheart ist dabei. Der Crackheart ist dabei. Das zweite Symbol, ne? Stimmt, das Das ist zweite korrekt. Symbol ist der Crackheart. Race forward and wrap your arms around the vase. Ja, du rennst nach vorne und schlingst deine Arme um die Vase. You manage to keep grip of it. Preventing tragedy. Ja, du. Es gelingt dir auch, deinen Griff fest um sie zu winden und sie vor einer Tragödie zu bewahren. The Wellrat is relieved and offers to pay you for your trouble if you carry the rest of the way. Ja, er möchte uns bezahlen, um uns den Dank auszudrücken. Und wenn wir die Vase noch zu dem Bestimmungsort tragen, gain, collect 5 Gold. Damit zerstören wir die Karte. Gain, collect, das heißt, wir bekommen jeder 5 Gold. Nee, wir bekommen insgesamt 5 und müssen sie aufteilen auf die Gruppe. Sonst würde each dastehen. Okay. Da der Craig hat uns so geholfen hat, im Endeffekt würde ich ihm noch ein Gold mehr geben. Das heißt, wir drei kriegen eins und der Craig hat zwei. Das ist eine gute Immerhin hat er Lösung. uns dabei auch geholfen. Ja, Das ist das eine gute Lösung. finde ich Idee, durchaus er hat es gerecht. ausgeführt. Das heißt, Das finde ich durchaus gerecht. jeder ein Gold oder Crackheart bekommt das zweite. In Ordnung. Ja, was für ein schönes Event, um uns näher kennenzulernen. Schulterklopfen können wir dann unsere Sachen packen, Bogen spannen, Rüstung anziehen und uns auf den Weg machen zu dem Enox-Lager, das wir auf unserer Karte markiert bekommen haben. Währenddessen. Ja, unser Weg führt uns über die Stone Road, erst gen Westen, dann ein wenig nach Norden bis in den Dagger Forest, den Dolchwald, der wohl nicht umsonst so genannt wird, denn auf der Straße passiert uns natürlich etwas. Die Straße birgt viele Gefahren und die größte von ihnen sind die barbarischen Völker und Stämme der Inox, die die Umgebung der Stadt, die Wälder und Berge bewohnen. Das ist, warum uns das Herz in die Hose rutscht für einen kleinen Moment, als wir eine Gruppe berittener Inox sehen, die auf uns zukommt und uns dann umstellt. Ah, Agenten dieser Monstrosität, die ihr eine Stadt nennt, sagt der größte der Inox, als er uns zu uns herunterschaut. Sagt mir, Abschaum, was wollt ihr hier in meinen Ländereien? Haben diese Trottel euch geschickt, um noch mehr meiner Leute zu ermorden?
Attempt to calm. Ein Glück weiß er nicht, dass wir das wirklich vorhaben. Resolution. Attack the insulting, contemptuous Inox. Ja, es macht auf alle Fälle Sinn. Ich meine, wir sind auf der Suche nach Wegelagerern und Inox. Dann macht es natürlich nur Sinn, dass wir die jetzt auch angreifen. Vielleicht haben sie ja sogar das Gold dabei. Das könnte natürlich sein. Ich sehe das ähnlich, auch wenn ich leider nicht weiß, wie viele von ihnen das sind. Aber ich vertraue da auf unsere Fähigkeiten, insbesondere... Ich vertraue vor allem auf den Cracker. ...mit unseren neuen Gefährten. Immerhin, also wer würde einen riesigen Steinmenschen und eine Magierin unterschätzen, die uns jetzt begleiten? Ich bin für Angriff. Ja. Mach ich sie fertig. Und das ist dann B, ne? B. Enraged by the Inox insult tongue. You take your weapons at attack. Even the Inox were not expecting a move so bold. Ja, von Wut getrieben und der Sprache, der Zunge der Inox, greifen wir zu unseren Waffen und attackieren sie. Selbst sie erwarten nicht einen so kühnen Move von uns und sind etwas überrascht. Fight is brutal, especially with your enemy mounted. Ach, die sind Beritten? Ja, es ist eine Gruppe berittener Inox. But after felling a number of their warriors, the rest retreat. Ja, nachdem die Kämpfe brutal gehen, gerade vor allem, weil der Gegner beritten ist, können wir trotzdem es schaffen, eine ganz große Anzahl von ihnen und ihren Kriegern zu Fall zu bringen, und dann flüchtet der Rest. All start scenario with 3 damage. Dann zerreißen wir die Karte. Und bekommen 1, 2... Au! Allerdings habe ich gesehen, bei der oberen Option war das Symbol für Flüche. Also wahrscheinlich haben wir Glück gehabt und wären sonst verflucht worden, wenn wir versucht hätten, mit ihnen zu verhandeln. War zumindest keine sehr schöne Karte. Ich bin froh, dass sie raus ist. Ja, aber immer noch besser als... Was hatten wir letztes Mal? Wir wurden vergiftet, oder? Kann das sein? Nee, wir hatten unsere Heiltränke nicht mehr, weil wir der Karawane geholfen haben. Stimmt. Oh, das sind ja plötzlich wesentlich mehr. Ich lass das dann wohl mit dem Durchlaufen. Nein, Mal. Du läufst durch, Freundchen. Ja, dann bin ich tot. Nach Hause gehen? Da hinten stehen einfach 5 Stück. Ja, dann kommen halt mehr. Diese Händlerin will also an irgendwelchen Wegelagern, die ihre Karawane überfallen haben, ein Exempel statuieren? Klingt eigentlich ganz vernünftig, wenn die Bezahlung stimmt. Allerdings klingt es so ziemlich alles ganz vernünftig. Ihr betretet den Dagger Forest und macht euch mithilfe der groben Karte, die Nyxera euch überlassen hat, auf die Suche nach dem Lager. Es ist zwar gut versteckt, aber dank der Orientierungshilfe auf der Karte findet ihr auf einer Waldlichtung die eng aneinander geschmiegten Hütten der Inox. Jetzt bleibt euch nur noch, dort hineinzugehen und ein Exempel zu statuieren. Sonderregel. Bis Tür 1 geöffnet wird, erscheint bei 2 Spielercharakteren am Ende jeder ungeraden Spielrunde eine Inox-Wache. Bei 3 oder 4 Charakteren erscheint jede Spielrunde eine Inox-Wache. Bis wir hinten vorgedrungen sind. Das Ziel ist es, töte 5-mal so viele Feinde, wie Charaktere am Szenario teil sind. Wir sind 4 Leute, mal 5 sind 20 Feinde. Gut. Dann nehmen wir unsere Handkarten auf und entscheiden uns für Initiative und die Aktion. Die Aufstellung stimmt so. Oh, Junge, Junge, Junge. Geht nicht noch dieses Dungeon-Spiel? Genau, richtig. Dann bezieht jetzt jeder bitte Battle Goals, und zwar 2 Stück. 1 davon darf ausgewählt werden. Weiter. Dann meinst du schon wieder drauf, wenn ihr da gezogen habt. So, jeder von uns hat jetzt 3 Schaden, richtig? Jeder von uns hat 3 Schaden, genau. 5 von 8. Der Crackheart hat einen Lebenspunkt mehr noch. Er hat 7 von 10. Alle anderen mit der sind anderen richtig. Karte? Der übrigen?
die packst du einfach wieder auf den Stapel, die du rauswirfst. Also ich habe ein sehr mulmiges Gefühl bei der Idee, da durchzulaufen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Interessiert mich nicht, das ist deine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber hey, wenn es einer schafft, dann du. Meine Aufgabe ist, Suizid zu begehen, das sehe ich irgendwie anders. Wenn es einer schafft, dann du. Do it, Baby, benutz deine Schuhe. Ja, dafür sind die da. Also sobald wir, wenn wir uns auf diese Ebene quasi vorgekämpft haben, dann laufe ich durch. Weil dann kann ich das mit einer in einem Zug quasi machen, ansonsten brauche ich zwei Runden. Was ungünstig ist, wenn man sich nur begrenzt unsichtbar machen kann. So, Tubakan, wir brauchen immer noch eine Initiative von dir. Oh, warten Sie. Ja, ich meine, das ist dein Standard, dein Standard-Move. Das gleiche wie dein Standard-Move. Du weißt es doch mittlerweile. Ja, natürlich weiß ich es. Aber darum geht's hier nicht. Es geht ums Prinzip, genau. Und dann brauchen wir von unserem Steinmenschen auch eine Initiative. Ja, ich muss noch kurz schauen, wie das jetzt hier ist. Zu früh, wir zu spät handeln. Spät bedeutet für dich, dass da 1, 2, 3... 3 Leute vielleicht auf dich einschlagen können. Es gibt übrigens ein Item... ist mir neulich so ins Auge gefallen, das hätten wir nämlich gekriegt, wenn wir den Mind Thief gehabt hätten, dass die Initiative des Spielers, der das Item trägt, 99 ist, was die Angriffswahl der Gegner betrifft. Das ist für einen Tank natürlich super, weil dann wird immer der Tank geschlagen und nicht der andere, der daneben steht, wenn sie gleich weit von den Gegnern weg sind. Selbst wenn du halt eine sehr schnelle Ini hast. Der Mind Thief wird sicherlich ziemlich schwer zu spielen, aber... würde ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr spaßig ist. Ich meine, ich spiele ja jetzt auch schon Support. Mag dieses Support. Ich bin vor allem gespannt, was noch an zusätzlichen Klassen dann irgendwann kommt. Wir haben ja jetzt eine relativ begrenzte Auswahl, aber so viele... bitte umdrehen, immer erst mit F einmal umdrehen. Achso, erst umdrehen und dann. Genau, ist ganz wichtig. Aber so viele, wie es da ja noch gibt, es gibt ja hier einen Haufen Goals. Gut. Start Round. Wir beginnen mit Human Scoundrel, wie immer. Ja, wie immer. Und ich mache natürlich auch das gleiche wie immer. Nämlich mit meiner Smoke Bomb einen Gegner, zwei Felder zu mir ranziehen. Das wird in diesem Fall, da wir da drüben relativ gut aufgestellt sind, der Inox Guard 1 werden, der sich hier rüber bewegt. Und danach ist das Single Out Attack 3 mit plus 2 und einem Erfahrungspunkt, wenn er neben einem meiner Verbündeten steht. Was der Fall ist. Minus 1, damit sind das immer noch 4 Schaden. Hat ein Schild? Inox Guards Rüstung. Die Archer sind haben da. Schild 1 diese Runde tatsächlich. Und keine Bewegung. Keine Bewegung. Und keine Bewegung. Damit sind das 3 Schaden, die er bekommt. 1, 2, 3. Und damit bist du durch. Bitte deine Karten discarden. Und dann ist die Wache dran, die Guard. Die Guard bewegt sich nicht, sie hat ein Shield 1, also sie greift an und zwar kann das aktuell nur eine Position tun. Crackhart hat die höhere Initiative, dementsprechend greift die Guard mit Giftschaden einmal an. Und sie macht als Nicht-Elite 2 Schaden, minus 1 ist 1 Schaden und ein Giftmarker. Du hast einen Giftmarker? Hab ich reingelegt. Unser Crackhart könnte natürlich seinen Heater-Shield benutzen, damit würde er keinen Schaden bekommen und damit auch keinen Giftmarker. Greift uns beide an. Der schlägt nur den Crackhart, aber du könntest damit natürlich den Giftmarker vermeiden. Wenn du keinen Schaden bekommst, bekommst du auch kein Gift. Ja, dann benutze ich den Schild. Ja, dann wird er mal bitte umgedreht bis zu einer langen Rast. Das finde ich auch gut, wenn ich dich jetzt nicht healen möchte. Ah, okay. Würde ich mich sonst nur Gift wegheilen. Damit ist die ich dachte, Guard durch. Den Scoundrel an, hattest du gesagt, okay. Nee, den Crackhart. Nee, du hast die höhere Ini. Ach so. Guard ist durch. Also Archer die langsamere Ini. Die Wache darf sich bewegen und zwar zwei Schritte. Das sind die, die ganz hinten stehen, ne? 1, 2, beziehungsweise Elite fängt an. 1, 2. Der eins, Elite ist zwei. Ein Schamane. Ach so, stimmt, danke. 1, 2. 1, 2. Dann haben sich die Archer bewegt. Können die von da aus jemanden erreichen? Ich eins, glaube nicht. 2, 3, 4, 5, 6. Nein. Nee, im Reichweite 3. Hoffen sie lange nicht. Battle Tanker Rastron.
Dann fange ich an und zwar mit einem Heal 2. Und zwar würde ich ganz gerne den Heal 2 unserer Scoundrel geben. Und Heal 3 auf den auf den Crackard. Danke sehr. Discard. Und der Crackard kann sich hier oben. Naja. Kann er aus 3. Oh, ich kriege ja noch einen Erfahrungspunkt. Dann bist du voll. Gerade. Tinkerer ist durch, Service Crackard 38. Ascha, ich kann jetzt entweder jemanden von meinen Verbündeten heilen und dann einen Fernkampfangriff machen. Oder eine Fernkampfattacke, aber die hat 5 Reich. Das Problem dann ist. Dann würde ich heilen und den Gebietsangriff auf Guard 5 machen. Ja, das heißt, du machst jetzt erstmal den Heal. Den Heal auf Spellweaver, denke ich. Oder ich kann ja den Tinker. Du kannst mich auch heilen, dann heilen wir uns gegenseitig, das geht. Ja, dann der Heal ist mit Reichweite, der Heal hat Reichweite 3. Ich dachte, es ist auch ein Tinkerer heilen. Ich weiß nicht, ob die Leute im Weg stehen. Nee, du wirst nicht behindert durch die Scoundrel. Also wenn du mich heilen würdest, würde ich das natürlich gerne annehmen. Ja, dann den Tinkerer. Das sind 2, ne? Ja. Das sind 2, dann ist die schon mal discarded, dann kannst du einfach auf Discard drücken. Genau, perfekt. Und die Eroberer. Und dann Angriff. Reichweite, 3 Angriff. Alle Verbündeten und Gegner neben dem Ziel erleiden 1 Schaden. Da steht hier die Wache 5 so schön, mit den beiden Leuten nebendran, die dann 1 kriegen, ne? Perfekt. Dann zieh mal bitte einen Draw Modifier, Attack Modifier, das ist auf der rechten Seite. Battle Interface. Mal 2. Oh Junge, da machst du 6 Schaden an den Wachen, ne? An dem ersten und alle anderen kriegen 1 Schaden. 6 an dem ersten, aber er hat ein Schild, sind nur noch 5. 1, 2, 3, 4, 5 und wie ist denn das mit dem AOE-Schaden? Da ist das geht durch, oder? Durch den Schild, ich glaube auch. Der AOE-Schaden. Das ist ja kein Angriff. Schild haben sie trotzdem. Das Schild wird immer bei Attack angegriffen. Aber das ist kein Angriff, das unter. Das ist ein Effekt. Außer das ist das Suffer. Suffer One Damage das geht durch den Schild. Nur bei Angriff zählt Schild. Genau. Okay. Nee, das ist kein Elite-Moment. Guck mal auf normal. Ja, hab ich. Ist wieder. Okay. Also, 5 Schaden, richtig? Und die Karte abwerfen. Genau, ist eine Discard. Gut, dann ist der Service Cracker. Der hat jetzt wieder volle Leben. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Service Cracker ist durch, der Schamane mit der 62. Er kann sich bewegen, es ist ein Elite-Schamane und er geht, könnt ihr das mal bitte machen, 2. 2 in unsere Richtung und er attackiert, hat aber keine Reichweite. Dann ist der Schamane durch und unsere Spellweaverin ist dran, die Zauberin. Ja. Ich gehe einen Schritt hier zur Seite und greife die 3 Ziele vor mir an, links. Also ich habe einen Zauber, der 3 Ziele betrifft. Und für jedes kriege ich einen Erfahrungspunkt. Und ich fange bei ihm hier an. Das sind 3, sind 4 Schaden. Schild 1, sind 3. Genau. Inox 5 ist nur noch 1 Schaden, der bleibt so wie er ist. Und Nummer 6 kriegt insgesamt abzüglich des Schildes 4 Schaden, also sprich 3 Schaden. So, dann ist alles gut. Sind die Schaden alle eingetragen? Ja. Ach, Feuer ist alles gut. Feuer habe ich eingetragen, aber warum hatten die Inox gerade hier nix? Nee, der nicht. Ich habe nur den 1, 5 und 6. Ah, okay, ich dachte, okay, gut. Nee. Also Fire Orbs in verschiedene Richtungen. Gut, genau. Damit ist die erste Runde zu Ende. Wir beenden die Runde. Earth und Fire werden verzehrt. Und es geht in die nächste Runde. Ich muss mir gerade mal einen kleinen Überblick verschaffen. Soll ich da reinchargen? Schützen. Wenn du reinchargen würdest, wäre das nicht schlecht, weil dann könnte ich mich mit reinbewegen und zeitnah die Tür öffnen, ohne dass ich von allen Seiten totgeschlagen werde. Es ist halt recht spät. Ich brauche dafür eine Weile. Das würde nichts machen, ich könnte auch spät ziehen. Wo würdest du denn hinchargen wollen? Ich denke da rein, da kann ich beiden Bogenschützen angreifen. Da würdest du reinspringen wollen? Ja. Was ist mit den Totems? Was sind das, Hindernisse? Das sind Obstacles, ja. Das ist einfach nur ein Obstacle, da kannst du, also wenn du springst. Ja, kannst aber nicht rübergehen. Genau, also wenn du Jump hättest. Ja, kann ich.
Könnte ich, aber sehr gut, dann würdest du dich dahin bewegen wollen. Ja. Das ist sehr gut. Frage, die Spellweaver bleibt da stehen, wo sie steht, oder? Also wenn der Crackhead da weggeht, würde ich mich auch ein bisschen wegbewegen, sonst kriege ich den ganzen Schaden. Mit einer hohen oder mit einer niedrigen Initiative? Also je schneller ich bin, desto eher greifen sie bei Gleichstand mich an. Also ich werde recht... Muss mal kurz nachdenken. Ja doch, ich werde recht schnell dran sein. Also um das nochmal... Frosty muss dann hier mal cutten. Um das nochmal kurz klar zu... Auf welcher Seite steht das, was du da gerade gepastet hast? Das steht im deutschen Grundregelwerk auf Seite... Wo habe ich es gerade? 30? Ja, Anfang 30. Ja, worum geht's noch denn? Vor der Monsterbewegung. Es geht darum, wenn Gleichstand gerechnet wird, dann greift er denjenigen an, der in der Initiativfolge als erstes drankommt, also zuerst drankommt. Und das wäre eigentlich der Scoundrel gerade gewesen. Ich wollte es aber nicht in der Aufnahme sagen, deswegen habe ich es per Teamspeak geschrieben. Seite 30, gleich ganz am Anfang. Das ist da, wo der Punkt ist. Gelten auch dann noch mehrere Gegner als nächstes. Das wären Crackhead und Scoundrel gewesen. Und in der Initiativreihenfolge ist das Scoundrel vor dem Crackhead dran gewesen, weil sie beide gleich weg sind vom Inox Guard und deswegen hätte es der Scoundrel eigentlich sein müssen bei dem Angriff mit dem Giftschaden. Aber das ist nicht so. Dann ist das, ja, also finde ich irgendwie merkwürdig, aber okay. Also das ist nicht besonders clever von den Monstern. Ja doch, sie greifen immer den an, der schon gehandelt hat. Ja, das ist nicht besonders clever von den Monstern. Sei dahingestellt. Also, greifen sie den mit der niedrigen Initiative? Mit der niedrigsten Initiative offensichtlich an. Das ist im englischen Regelwerk, muss das anders drin stehen. Seite 30. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Varianten von den Regelwerken. Also, ich glaube, die haben es mal aktualisiert. Rulebook. Was ich verstanden habe. Seite 30. Monsterfokus. Closest. Nee, tatsächlich. If more than one enemy ties for being the closest, the second priority is to focus on the enemy who is earlier in the initiative order. Okay. Also falls das nicht irgendwann mal erratiert worden ist... Oh, warte, ich muss Aber hier steht doch drin, zunächst der Beschworene und dann erst auf den Beschwörer. Ja, der Beschworene ist immer, wenn du zum Beispiel jetzt einen... Wenn du ein Pet hast. Genau, dann wird... Weil der ist immer vor dir dran. Also der agiert vor dir und deswegen ist er quasi... vor dem Beschwörer dran. Okay, ich dachte, die wären auf der 99. Jetzt. Nee, die sind quasi immer genau vor, also in der gleichen Initiative vor dem eigentlichen Figur dran. Und die kämpfen dann genauso wie die Monster, also suchen sich den mit der, also die haben ja Zahlen, ne? Und wenn zum Beispiel Inox jetzt gleich weit weg wäre, würde er den Inox nehmen mit der 1 zum Beispiel oder mit der 5 oder je nachdem, wo er gerade steht. Er sucht sich dann den nächstfrühesten raus. Hallo. Ich habe gerade vielleicht noch einen anderen Zug. Ich habe aber eine Frage. Was ist ein Fragezeichen-Effekt? Fragezeichen Verwirrung. Ist Muddle und damit verwirrst du die Gegner. Das heißt, die müssen, wenn sie angreifen, zwei Karten ziehen und die schlechteren müssen sie nehmen. Ah, okay. Danke. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, machen wir weiter. Kartenauswahl. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann haben wir das bisher tatsächlich immer falsch gemacht. Deswegen ist dieser Witz, wenn du ganz langsam bist, dann greifen sie dich bei Gleichstand eben nicht an, weil du, ja, dafür, ja, das hat sich ja so. Ist halt ein bisschen albern, aber, ja. Ich würde vielleicht noch einen Schritt vorwärts gehen, hier auf dieses Feld, und würde diese drei angreifen. Wäre vielleicht nett, wenn da vielleicht noch eine Heilung dann reinkäme, weil ich habe nur 3 Lebenspunkte. Ja, genau, deswegen fragte ich, ob du da stehen bleibst oder ob du mir jetzt aus der Range rausläufst. Deswegen fragte ich. Wenn, dann würde ich auf dieses Feld gehen. Wie schnell bist du, so ungefähr? Also sehr schnell, schnell, mittelschnell, eher weniger schnell oder echt hart langsam? Also für die Attacke kann ich jetzt machen, echt hart langsam oder so mittel? Ja, mittel wäre vielleicht schöner. Okay. Dann weil ich bin so mittel bis etwas später dran, aber sollten die Archer und der Schamane halt langsam sein, wäre es schön, wenn du dann schon da wärst, weil sonst reißen die mich einfach kaputt. Ich mache es übrigens anders, ich werde diesmal richtig langsam sein, weil dann muss der Inox 6 sich eventuell bewegen
und dann würde er zu mir kommen, dann würde ich ihn genau auf dieses Feld setzen, dann könnte ich die ersten drei angreifen, das ist sogar ein Tick besser. Dann kriege ich wahrscheinlich nur stark von einem Angriff. Da brauchst du dir auch keine Gedanken machen, ich bin definitiv nach dir dran. Ja, Moment, ich schau kurz weg. Da hat jemand geklingelt. Ich kopiere schon mal einen Inox Guard hier. Kommt ja gleich ein neuer. Ich kopiere den, ich zieh die aus dem Standy-Paket, weil die haben ja eine Nummer. Und es gibt ja keine gleiche Nummer. Tatsächlich, der macht hier Inox Guard 3. Genau, weil wenn es keine Standys mehr gibt, was jetzt in dem Fall ist, können keine nachgeschworen werden. Das ist nämlich der Witz daran. Oh. Also solange noch alle leben, kann nichts nachkommen. Ach so, ja, es kann keiner rauskommen. Genau, weil es gibt nämlich nur 6 Guards und 6 Archer und ich glaube 4 Schamanen. Erst wenn wir einen besiegt haben, kommt ein neuer. Genau, weil wenn man sie nicht hat, kann man sie nicht reinsetzen. Ah, deswegen ja gut, das macht ist dann das ist der, da. Das macht natürlich der Sinn, weil du zu viert ja wesentlich leichter als zu dritt, weil geht so, du zu dritt hast du ja weniger. Das macht Sinn, weil du beim Brettspiel kannst du ja auch nicht beliebig viel Steuerung, C-Steuerung, V machen. Was, kannst du das bei deinen Brettspielen nicht? Okay. Also ich kann das. Ich habe auch eine super Karte, die kann ich 80 Mal spielen hintereinander. Ja, einfach copy-pasten. Ja. Also, wenn jemand möchte, kann er das Feuer verwenden. Ich habe es jetzt nicht geplant zu benutzen. Also, als das ich würde gerne, aber ist nicht drin. Ja, dann liegen alle Karten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Achso, Ding ist wieder da. Ich dachte, er wäre weg. Ja, kurz Fenster, du hast er gesagt. Ne? Ja, Mist. Mein Mikro war kurz aus. Entschuldigung. Dann geht's los. Start Round. Archer ist dran mit der 14. Dann könnt ihr ihn mal bitte bewegen. Ich werde das mal durchsagen. Move minus 1. Dann sind die normalen Archer bei einer Bewegung von 1. Und sie haben eine Damage Trap, die sie erzeugen. Und zwar adjacent auf einem Empty Hexfeld. Mach mal nacheinander bitte. Weil sie erzeugen die Traps und das kann eventuell die Bewegung stören. Das ist der Archer? Ja, wobei sie machen das nearest zu einem Enemy. Also als erstes zieht Archer 1. Brauchen wir eine Trap. Closest to an enemy, ja zu uns. Trap hier. Nehmen wir die Spike Trap mal. Die dann macht er den da. Genau. Dann kommt Nummer 2. Archer 2. Genau. Dann kommt da der Trap. Macht genau hin. Das gleiche. Dann zieht drei. Archer 3. Legt seine und Trap da ein. Dann zieht Archer 4. Und legt die auch da außen. No. Ja, sie machen minus 1 ja. Schaden, aber die Reichweite stimmt halt immer noch nicht. Dementsprechend sind sie durch und die Guard ist dran. Ich sag kurz die Guard an. Jetzt noch eine kurze Frage. Wie viel Schaden machen die Fallen und kann man auf dem Totem landen? Nee, oder? Nein, Totem kannst du nicht landen. Die Falle macht 3. Ja, ich hab allerdings, wenn du Jump hast, dann ignorierst du auch die Falle. Ach, wenn ich drauf lande, ignoriere ich's. Nee, wenn du drauf landest, dann kriegst du sie erst. Wenn du drüber springst, wenn du drüber springst mit Jump, dann kriegst du sie nicht. Aber ich dachte, du willst dich eh hierhin bewegen. So. Jetzt lohnt sich's dahin nicht mehr. Bitte doch. Weil sonst scheitert mein Plan. Okay. Wobei, es ist alles. Nee, geht trotzdem. Die Guard ist dran. Also wäre trotzdem gut, wenn du da stehen würdest, aber ansonsten. Oder? Ist egal. Brauchst du nicht. Scheiße, die Guards bleiben stehen. Genau, die Guards bewegen sich nicht. Die werden sich einfach verschilden und mit einem Retaliate 2 angreifen, wenn sie selbst angegriffen werden. Das sind aber nur Nahkampfangriffe, oder? Retaliate ist nur Nahkampf. Können die Guards zuschlagen? Nee, sie haben keinen Angriff. Sie machen nur also Retaliate. Wichtig ist, nicht Nahkampf ist wichtig, sondern angrenzend. Also wenn du einen Fernkampf angrenzend machst, kriegst du es auch. Okay, also wenn du neben ihn stehst. Mhm. No. Gut, dann sind die Guards soweit auch fertig. Müssen wir darauf achten, wenn sie selber angreifen. Ich weiß nicht, wer den Schaman bewegt hat. Das macht natürlich Er stand hier und bewegt sich gerade. Ach nee, gar nicht, weil er bewegt sich gar nicht. Die kann er gar nicht hin. Warte mal kurz, dann steht er hier. Und noch einen. Ja, der hat sich doch letzte Runde schon bewegt. Der stand letzte Runde schon hier. Ja, aber er wird ja, durch die Obstacles reinlaufen. Durchgehen. Er kann nicht durch die Obstacles gehen. Wir müssten entscheiden, ob er nach rechts oder nach links. Ich glaube, er würde nach rechts eher gehen. Damals war es noch egal.
Wollte gerade sagen, damals war es egal, dann wird er sich in Richtung Crackhead orientieren, genau, weil er hier stand. Richtig, sehr gut. So, Schamane ist dran, 23. Wie viel bewegt er sich? Wie viele Felder? So, das ist ein Elite-Schamane, der bewegt sich 2 und er kann sich bewegen. 1, 2, dann wird er sich auf die Trap-Falle bewegen, weil er will zu uns und er kann es zwar nicht, aber er will zu uns gehen und weil er aber keinen direkten Weg hat, wird er sich auf die Falle stellen. Ja, er hat keinen Weg ohne Falle. Genau, weil die anderen auch, weil die anderen auch blockiert haben. Genau. Also warte mal, ja genau. Nick, warte mal, was muss ich überlegen? Doch. Er kann nicht anders. Nee, die Falle ist das Hindernis. Die Falle ist ein Hindernis. Aber hier würde er durch. Nee, er würde hier. Nein, kann er nicht. Er wird durch die Falle gehen, ja. Hurra, Falle. Wie viel bewegt er sich? 2. Er kann sich nur bewegen. 2 Felder. 2 Felder, nicht 3. Er hat sich nur 2 bewegt, er stand hier. Ja, ja, aber er geht durch seine eigenen Menschen durch. Ach so. Durch eigene Gegner durch das. Ach so, ja, genau, weil er dann auf deinen Seiten stehen bleiben kann. Und dann macht er. Dann macht er einen Heal. Dann macht er einen Heal. Und zwar auf den, der am meisten verletzt ist. Mit Range 3, Heal 3. Nee, Range 3, dann ist es der hier die Wache. Unten. Oder kann er auch sich selbst heilen? Er kann auch sich selbst heilen, aber die Wache macht er nicht, weil er hat 3 Schaden und die Wache hat 6 Schaden. Deswegen wird er 1, 2 die Wache nämlich hier nehmen. Gut, 3 Schaden. 3er Heal. Ja, aber ich glaube. Gut, dann ist der Schamane durch. Service Crackhard 41. Crackhard, so, jetzt steht die alle im Weg. Ich hatte vor, mit der unteren Seite zu springen, in die Gegner rein. Jetzt kann ich nur noch auf den Dorn landen, aber dann kann ich den Schamanen und den Bogenschützen angreifen. So, ich glaube, die Dorn kannst du nicht. Ich glaube, das ist auch ein Hindernis, ne? Ja, aber das macht Schaden, ne? Nee, das macht, glaube ich, auf den Dorn könnte Dorn man... Dorn sind kein Obstacle, sondern Hazardous Terrain. Ah, okay. Da kann er reinspringen. Dann kannst du darauf. Ich glaube, das, das wird deine Bewegungsreichweite dann vermindern, glaube ich, ne? Nee, wenn du reingehst, nicht. Müsstest du 2 Bewegungspunkte opfern. Weiß, was es langsamer macht. Genau. Aber, wenn du springst, ist es eh Wurst. Genau, weil du dann in Anführungsstrichen fliegst. Genau. Also, da muss ich aber nach dem Zugleiter beide Karten abwerfen, wenn ich das jetzt mache, aber ich glaube, das ist das Schlauste. Wieso? Weil das beides mal die X-Fähigkeit ist. Avalanche da oben, die Attack. Du hast sogar noch Erde. Sehr gut. Ja, deswegen habe ich es ausgewählt. Ja, dann also, das ist Jump Immobilize Ball. Ansagen. Das ist 1, mächtig. 2, 3, 4, 5. Dass die Wächter stehen bleiben müssen. 1, 2, 3, 4. Durch alle Wächter. Durch alle Wächter durch. Ja, sind 4. Damit kannst du auf alle Fälle hinspringen. Nee, so, schau. So. Und so. Hier, 1, 2, 3, 4. Ich muss doch nicht gerade, oder? Ich kann doch so laufen. Hier, 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 da. 1, 2, 3, 4. Sind immer noch 4. Nee. 1, 2, 3, 5. Ich will Ach so, du willst dich durch alle durchbewegen. Ach so. Damit der Effekt noch was hat. 1, 2, weil 3, die jetzt nicht alle immobilisiert sind. 4. Ich weiß nicht, ob das noch für nächste Runde zählt, aber ich wollte sie die werfen. Ja, das hält bis zum Ende ihres nächsten Zuges. Ja, dann ist ja gut. Dann müssen sie jetzt stehen bleiben. Genau, ihres Zuges. Das heißt, sie bekommen alle eine Immobilize? Sie bekommen alle Immobilized. Wer war der vierte? Nee, es waren nur die 3, ne? Was sagt die Karte jetzt? Das sind die 3, genau. Alle da reinsetzen, ist das cool. Du bekommst 3 Erfahrungspunkte, ne? Ja, ein steht da, nicht pro Gegner. Ja, ist nur einer. Achso, hier, einer. Wo mache ich das nochmal? Ich habe das vorhin gesehen. Da oben, hier bei dem Stern. Hier oben, der Stern ist das Plus. Dann ist die Karte lost und dann machst du den nächsten. Und dann den Angriff mit dem Erdelement. Das heißt, plus eine Attacke und eine P. Das heißt, machst du 5 Angriff. 5 Angriff, ich würde sagen, auf den Schamanen und den Schützen. Weil der andere Schamane ist immer gut. Die beiden hier. Dann Modifier. Greifst du an? 2 einen Stück. Moment. Ja, nee, einen Angriffe. Ist ein Flächenangriff. Achso, richtig. Ja, Modifier. Na, so. Schade. Na gut, immerhin. Plus steht immer noch 5. Und der nächste Gegner? Ja, plus 1, wenn alle tobt. Dann nochmal 2 EP, richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Die bekommen leider nicht, gleichzeitig den Schaden. Er muss auch für jedes Ziel einzeln Modifier ziehen. Ein Flächenangriff? Muss er leider. Ja, okay, dann noch ein. Und minus 2. Dann kriegt er 2 Lebenspunkte zurück. So. Das ist ganz gut so. Also, es ist trotzdem gut. Dann ist deine Karte auch lostet. Und Service Crackhard ist durch. Human Scoundrel 60. Ja, ich werde meine. Ich werde meine Winged Shoes aktivieren, um für diesen Movement Jump zu bekommen. Bewege mich dann 6 Felder
1, 2, 3, 4, 5, 6. Und werde einen Angriff 3 Poison auf den Inox Archer 3 unternehmen. Der da trifft, sind 4 plus Gift. Haben die Schild oder sowas? Gibt hier ein XP. Kein Schild, ja, das funktioniert mit dem Ding nicht. XP habe ich hier gegeben. Weil er die nicht hochzählt unten auf dem Charakter-Sheet. Ich mach das manuell. Er hat kein Schild, dann bekommt er 4 Schaden und den Giftmarker. Genau. XP-Punkt habe ich dir schon gegeben, dann ist der Quadril Tinkerer dran. Dann möchte ich überlegen, ich werde eine. Ja, die Range ist aktuell noch da. Range 3, Heal 3 auf die Zauberin. Und dann könnte ich mich noch bewegen. Und dann überlege ich gerade, inwiefern es Sinn macht, mich zu bewegen oder mich nicht zu bewegen. Ich werde mich mal mit 1, 2 hierhin bewegen. Ja, da bleibe ich stehen. Uiuiuiuiui. Bewege ich mich noch weiter? Ich kann den Move 4. Ich stelle mich mal in die Ecke. Ich habe Angst. Bis gerade. Und Quaddletinker ist durch. Orchid Spellweaver. Genau, ich gehe ein Feld nach vorne. Da verzichte ich auf meine... Ups. Und dann spiele ich meine Lost-Karte, wo ich Attack 3, Range 4 und auf das hinterste Ziel hier ziele. Auf Archer 3. Und alle Gegner, die zwischen mir und dem Archer 3 ist, kriegen jetzt diesen Angriffs... greife ich damit an. Junge, Junge. Und für jeden kriege ich einen Erfahrungspunkt. Das sind dann... Massenvernichtungswaffe. Waffenvernichtungswaffe. Ich erzeuge übrigens noch Erde und ich habe Attack 3. Der erste vor mir 3. Impaling 3 Eruption. Schaden. Ich bekomme wegen Retaliate, weil ich dran stehe, 2 Schaden. Stimmt, sehr gut. Das ist okay für mich. Dann der nächste 3, wieder 3 Schaden. Der nächste 3 sind 4 Schaden, der ist damit tot. Und der letzte mache ich 2 Schaden, aber weil er vergiftet ist, nochmal 3 Schaden, damit ist er auch tot. Und meine Karte ist lost. Gut, dann ist die Orchid Spellweaver durch und wir sagen End Round. Jetzt verziehe ich mich aus der Ecke, da sind mir zu viele Gegner. So, wie sieht's gerade bei euch aus? Wie seid ihr denn, du, dir fehlen 2 Lebenspunkte, der Crackert ist voll, Scoundrel ist auch voll. Ja. Ja, da sich die Vorderen bei mir nicht bewegen können, wird nur der da zu mir kommen, der hier. Ich würde mal ansagen, ich töte den Pulk um mich herum. Für unseren Stein, für unseren Erdfreund, den Crackheart, nächste Runde würde ich eventuell Luft ausspielen. Kannst du damit was anfangen? Ich habe damit nichts. Das sind die X-Karten, die habe ich nicht genommen. Alles klar, die hast du nicht genommen. Okay, dann ist es ja, brauche ich die nicht sofort spielen. Also ich würde mal sagen, ich versuche jetzt alle hier auszuschalten, die rumstehen. Wirst du deine Erde verwenden, die da jetzt noch... Ich will die Erde, ja. Okay, du brauchst die Erde. Also, vielleicht brauche ich sie nicht, aber nur mal sicher. Aber kann du öffnest die ja, Tür? Ja doch, ich brauch sie. Ich werde die Tür öffnen, ja. Okay. Soll ich auch eine Tür öffnen? Nee, bitte nicht. Wir müssen bitte erstmal die anderen Gegner hier wegmachen. Nur wenn wir jetzt die ganzen Viecher besiegen, dann kommen die gleich wieder zurück. Wobei, jetzt sind doch die Enox Guards sind doch eine... Nee, die Archer sind besiegt worden, ne? Oder ist da eine Guard bei gewesen? Der Schamane. Nee, ich habe zwei Archer umgekriegt. Zwei Archer, okay, das heißt, das spawnt noch nichts. Gut. Weil es sind sechs. Ja, genau, das war jetzt die Frage, ob da schon wieder was Neues kommt. Also, wenn wir eine Tür öffnen wollen, ich kann das auch machen in dem Zug. Also, ich kann auch die hier unten öffnen. Nee, wir müssen ja die hintere öffnen. Damit wir. Unser Ziel ist übrigens, 20 Enox zu töten. Ja. Wir müssen ja die hintere öffnen, damit keine Guards nachspawnen, wenn wir Guards töten. Deswegen werde ich jetzt die hintere öffnen. Jetzt, okay. Ich nehme unseren Damage-Counter, als dass wir schon 3 getötet haben. Kannst du irgendwo so einen Stempel hinmachen? Naja, Stempel sind da jetzt nicht so unbedingt. Also kannst du den noch erhöhen oder ziehst du da mehrere drauf? Ja, mit linke Maustaste erhöhen und mit rechten Maustaste. Das ist ja noch gut. Ich habe meinen Karten gelegt, dann fehlt noch Spellweaver und der Stein. Ja, ich überlege tatsächlich noch. Ja, ich muss die Karten noch spielen. Einen Moment. Der
Crackhead wird wahrscheinlich den Schamanen oder wird es der Scoundrel machen wollen? Ich werde den Schamanen umhauen und danach die Tür aufmachen. Okay, dann wird er... Ich frage mich gerade, wo... Muss man seinen Zug auf einer Münze beenden oder reicht es, wenn man seine Bewegung auf einer Münze beendet? Du musst deinen Zug doch beenden. Okay. Oder du spielst Loot 1. Oder 2 in dem Fall. Mehr habe ich keinen Platz für. Mhm. Warte bis Level 2, Junge! Ja, die Tür ist halt wichtig gerade, wenn wir jetzt alle nacheinander... Die Tür ist halt einfach wichtiger als wenn wir jetzt alle wegbomben, dann kommen eben auch ganz schnell die Leute wieder nach. Und ich würde ganz gerne die Räume aufdecken, weil die Räume werden halt die ganzen lustigen Sachen dann beinhalten, die wir dann nach und nach looten können. Und wenn wir uns jetzt lange in diesem Raum aufhalten, dann können wir die Tür nicht nach und nach öffnen. Soll ich dann versuchen, auch noch einen Raum direkt zu öffnen, oder? Nee, noch nicht. Erstmal muss dieser Raum geklärt werden und danach öffnen wir die Räume. So, okay. Aber die eine Tür, die wird sowieso jetzt gleich geöffnet, der Dark Fog hier oben. Und dann kommen sowieso wieder Monster raus. Ich möchte auch eine Tür öffnen. Ich will die Tür. Ich habe mir schon gedacht, warum, aber mach das später. Ja. Yeah. Achso, sag das doch, ihr seid fertig. Start Round. Human Scoundrel 4. Oh. Ja, die Scoundrel wird sich erstmal ein Feld bewegen mit den Quick Hands, Move 2, Attack 2. Und zwar auf dieses Feld. Wir können die Münze da auch liegen lassen, dann ziehe ich da einfach kurz drauf. Hm. Die loote ich ja nicht, ich bleib ja hier nicht stehen. Werde erstmal den Schamanen schlagen mit der Attack 2. Wow, das war effektiv. Also nichts. Also nichts und werde mich danach 5 Felder bewegen. Ach, Move 2 und Attack 2? 3, 4, 5, genau. Da wusste ich gar nicht, dass du sowas hast. Und lande dann auf diesem Feld. Gut. Und bekomme gleich aufs Maul, weil da ganz viele Archer stehen. Ich möchte meinen Invisibility Cloak aktivieren. Ach, das kannst du in deiner Runde, ne? Ja, in meinem Zug, damit die mich nicht totprügeln. Warte mal, wenn wir Glück haben, laufen die alle in die Fallen, oder? Nee, in dem Fall zählt er als Hindernis und sie können nicht gehen. So. Kann leider auch nicht nochmal zurücklaufen. Ihr dringt in den hinteren Bereich des Lagers vor. Die würden aber trotzdem in die Falle laufen. Nein, weil du zählst als Hindernis und deswegen haben sie keinen Weg zu irgendeinem von uns, deswegen bleiben sie stehen. Ach, Mist. Ihr dringt in den hinteren Bereich des Lagers vor und steht plötzlich in einem halben Dutzend weinender, schreiender Inox-Kinder gegenüber. Ihr habt allerdings keine Gelegenheit mehr, lange darüber nachzudenken, was jetzt zu tun ist, denn sofort richten mehrere Inox-Bogenschützen ihre Waffen auf euch. Ihr habt keine andere Wahl, als weiterzukämpfen. Ich möchte übrigens in dem Rahmen auch noch meine Stamina-Potion nutzen, um mir 2 Karten zurückzuholen. Dann ist die Scoundrel durch, Spellweaver. Ja, ich mache erstmal einen Angriff auf den Inox Guard 1 mit 2. Mit dem Mana Bolt? Ja, nur noch ein Schaden. Was verzehrst du für ein Element? Gar keins. Ich verzichte darauf. Du verzichtest darauf? Ja, weil der Cracker hat auch hier Erde und ich will ihm nicht seine Erde. Achso, okay. Hättest du was gesagt, hätte ich auch noch was machen können. Nicht so schlimm. Und ich gehe ein Feld zurück, um dir noch ein bisschen Schutz zu geben. Nicht mehr lange. Dann ist Service Cracker dran mit der 13. Okay, dann verbrauche ich einmal die Erde. Du kannst auch einfach auf Consume Element gehen. Ah, okay. Angriff 3. Alle angrenzenden Gegner durch das Element bis zu 2 Felder Reichweite. Das heißt, alle Wachen, die um mich rumstehen und den Schaman. Target all adjacent enemies. Also alle, die neben dir stehen und du consumst es up to 2 hexes away instead. Genau, jetzt sind wir zum Ende drüber. Genau. Alle nahen Verbündeten allein 2 Schaden, da steht zum Glück keiner. Ja, das ist richtig. Das heißt, ich ziehe jetzt mal für den Schaman oben den ersten Attack Modifier. Ja. Richtig? 0. Dann der Schütze neben mir. Plus 1. Warte, wie viel Schaden ist das dann? Wie viel? Du machst 4 jetzt, richtig? 3 sind 4 Schaden. Das heißt, der ist auch weg. Dann der nächste, der die Wache mit 3 HP. Die ist dann auch weg. Und die mit 4. Junge. Deswegen habe ich dir das übrig gelassen. Und ich denke, dann loote ich mal, wenn ich so schön stehe.
Nein! Fühl dich. Hier, darfst du alles da. Der Crackheart hat sich das Geld verdient. Ich muss mir gerade vorstellen, wie der Crackheart in einem Berg von Leichen steht bis zur Hüfte, aber bis zum Hals in Goldmünzen. Ja, aber Hilfe! Auch, der wühlt auch noch erstmal rum in den ganzen Dreck. Leider ist noch eine Karte lost. Ich habe schon ganz schön viel verbraucht. Ja, da musst du aufpassen. Das ist halt böse nachher. Da bist du sehr schnell exhaust. Ja, ich sehe meine ganze Spezialattacken sind jetzt weg, aber ich denke, das hat sich jetzt gelohnt. Wie viele Gegner waren das? 4. So, die Archer sind dran. Wir haben gerade einen Archer noch, zwei Archer. Wir müssen noch die Gegnermarker kurz erhöhen. Den Damage hier, richtig? Ja, um 3. Auf 7 drei. Jetzt. Dann noch 4. 2, 3, 4, ja. So, wir haben zwei Archer, die stehen auf der anderen Seite. Die machen eine Bewegung mit 2, wenn sie sich bewegen wollen oder dürfen. 2 Bewegungen haben sie. Dann haben sie eine Range minus 1. Damit sind sie insgesamt bei einer Range von 2. Oder kommen sie nicht zum Gegner, aber sie können laufen. Die genau, sie können laufen mit einer 2 auf eine Range 2. Ja, sie laufen entweder zu mir oder zum Crackheart. Warte mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, der läuft. Nee, das meinen sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Crackheart und ich sind gleich weit weg. 1, 2, 3, 4. Aber der Crackheart ist näher. Das heißt, der Archer hier wird hierhin laufen. Der andere wird oben rum. Der wird oben rum laufen, genau. Dann haben sie trotzdem keine Reichweite, weil die Reichweite trotzdem 2 ist. Schießen also nicht. Die Archer sind fertig. Guard 35. Macht denn die Guard dieses Mal? Move minus 1, dann haben sie noch einen Move von 1. Aber sie kämpfen mit Range 2 dieses Mal. Das heißt, sie bewegen sich erstmal. Müssen sie sich bewegen? Weiß ich nicht. Also der Inlox 1 muss sich nicht bewegen, weil er mich als Ziel nimmt. Und der Guard 3 wird sich bewegen auf jeden Fall. Genau, der bewegt sich 1, wie viel? 2, 1, 2, ne? Nee, 1 nur. Wer wird zu mir gehen, weil er näher dran ist? Genau, da, das ist eine Guard, der wird sich auch bewegen. Der bewegt sich hierhin. Die Archer sind durch und der Guard muss sich nicht bewegen, der schießt dich einfach ab. Genau, das ist richtig. Und zwar mit einer minus 1, hat aber eine plus 1. Nee, hat er nicht. Nee, eine plus 0. Dann so macht er einfach nur einen Schaden. Boah, ich glaube, ich schmeiß eine Karte ab. Zwei Stück. Zwei Karten noch schmeißen oder nicht? Nein, ich schmeiß nichts ab. Guard 35 ist durch, der Schamane. Wir haben den Elite-Schaman tot. Oben steht jetzt wieder einer. Was macht denn der? Das ist ein normaler Schamane. Move 0, Attack 0. Das heißt, der bewegt sich einfach nach unten. Zwei Felder. Warte mal, da sind auch noch zwei Archer. Die sehen ja nicht. Der Schamane oben wird auch nicht runtergehen, weil, wie gesagt, das Scoundrel zählt als Hindernis und hat keinen direkten freien Weg zu uns. Das heißt, er bleibt da stehen. Gut, dann bleibt er da stehen. Schaman ist durch, Quadril Tinkerer. Dann möchte ich einfach mich, ich überlege gerade. Kann mich ja nicht bewegen und attacken. So, was ich jetzt gerade vorhatte, funktioniert so nicht. Ich werde die aktivierende Fähigkeit benutzen. Und your next 4 heal actions at plus 2 heal. Ich glaube, das ist immer ganz nett. Und dann 1, 2. Ich werde mich einfach bewegen. Bewege mich mit 2 nach oben. Nehme den Puck. Dann bin ich fertig. Und die Runde endet. Irgendwas gerade ganz Dringendes. Du hast wie viel Leben? 3 von 6. Ja. Wenn du willst, kann ich dich heilen. Aber das ist ein Overheal. Nee, du musst dich bitte darum kümmern, dass die anderen. Du musst jetzt diese Inox, Karte. Behalt Inox die Karte, Guard solange tanken. Es geht. Die Inox Guard tanken. Also den Guard 1, den werde ich gleich nochmal angreifen. Wahrscheinlich wird er daraufhin Boden gehen und dann heile ich mich selber. Das ist ein guter Plan, denke ich. Dann kann so Tinker auch noch vielleicht das eine Gold da noch mitnehmen, was da in der Ecke liegt. Kannst du einfach nur bewegen und da gibt es bestimmt ein bisschen mehr Gold nachher. Ja, weißt du was, ich werde unserem Krieger, werde ich gerade mal Erde erzeugen. Falls er damit was machen möchte. Frag mich nur gerade, wie früh ich handeln kann.
So, Tobakan kommt wieder runter. Negativ. Du willst die Kiste looten. Ja, natürlich werde ich den Raum da hinten nochmal richtig schön ausräumen. Was denkst du denn? Ja, wenn du da nicht oben stirbst, ist ja okay. Nee, alles gut. Ich habe alles im Griff. So kennen und lieben wir ihn. Lass wir die Schurken zurück. Immer das Gleiche. Ich wäre nicht die Scoundrel, wenn meine Aktion nicht Loot wäre. Aber überlebst du das rein, raus und von drei Leuten angeschossen werden? Na klar, weil ich ein Mastermind bin. Nimm halt wenigstens noch den Archer mit. Töten kann ich da hinten drin nichts. Also mein Plan ist so, mein Plan ist so perfekt durchkalkuliert. Deine Combo nicht fertig. Mein Plan ist so perfekt durchkalkuliert, dass das nichts wird mit da hinten was töten. Federal Tinkerer ist dran. Dann versuche ich es mal mit einer... Achso. Ja, genau. Attack 2 auf Range 3 mit Poison und Erderzeugen. Ich werde mich aber vorher bewegen. Und zwar bewege ich mich einmal hier hin. Und dann überlege ich gerade, wen ich angreife. Ich kann einen Flächenschlag da reinmachen. Wir erzeugen erst einmal Erde. Das ist das Erste, was ich mache. Das ist nur eine Discard, weil ich die Karte nur zur Bewegung benutzt habe. So. Tag 2 mit irgendwelchen Modifiern. Ich glaube, ich werde den Archer angreifen. Archer 1. Ja. Genau, dann bekommt er 2 Schaden. 2 und Gift. Und dann bin ich fertig. Dann ist das Crackheart, richtig? Service Crackheart, 46. Doch, bei der ersten Karte werde ich dann nur Bewegung benutzen, die 2. Und dann beim rechten das Element verbrauchen und den Flächenschlag. Junge. Was Junge? Wenn das Erde gibt, 1, 2. Und dann hier rein, das trifft dann alle. Achso, warte mal, Rage 2, ne? Junge. Wie gut, dass ich einfach einen Killcount von 0 habe bisher, glaube ich, weil ich nur Mission Objectives erfülle. Das Mission Objective ist alle töten. Also machst du 2 Schaden im Grundlegenden. Du wolltest ja. Und ein Muddle. 2 Schaden. Zieh nochmal ein mal 2. Was? Zieh nochmal ein mal 2 oder sowas. Wir fangen oben an mit dem Inox Archer. Okay, der Inox Archer. Dann kriegt er 2 plus Gift und minus 1, dann kriegt er 2 Schaden, 1, 2. Das ist ein Flächeneffekt, man zieht nur einen Modifikator. Nee, für jeden Gegner einzeln. Nee, bei Flächeneffekten meines Wissens nach nicht. Da ziehst du einen und bei mehreren Targets ziehst du mehrere. Also wenn da jetzt Target 3 draufsteht, ach so. Wie bei Range Attacks, dann ziehst du halt mehrere. Für Flächeneffekte ziehst du meines Wissens nach nur einen. So, alle kriegen halt das bei Mehrfachattacken meinst du, zieht man dann? Also wenn man zwei genau. Leute angreift. Ja, genau. Wenn du jetzt das hier hast, zum Beispiel, Target 2. Ja. Dann zieh ich für beide eine Karte. Ah. Genau, dann ziehst du für jeden Einzelnen eine Karte und bei dem Flächeneffekt ziehst du eine Karte und die zählt halt für alle. So, und jetzt haben alle... Alle kriegen einen Schaden. Alle kriegen einen Schaden. Bereichseffekte. Die angezeigte Abbildung gilt in beliebiger Rotationsrichtung, das ist dieses rote da, ne? Jedes Ziel stellt einen separaten Angriff in Klammer mit eigenem Angriffsmodifikator. Okay, dann nochmal die Wache zurück. Gut, dann... Ja, das ist echt fies, das Spiel. Dann stand das auf Reddit anders. Dann zieh bitte nochmal ein. So, also gut, der Archer hat jetzt 2 Schaden. Den Archer habe ich schon abgehandelt, dann ist der nächste dran. Guard 2. Drew sind 4. 1, 2, 3, 4. Dann shuffeln bitte. Muss ich jetzt das Deck mischen? Genau, jetzt shuffeln und jetzt neu ziehen. Shuffle, ist es hier irgendwo du musst die Karten wieder zurückschieben und mit Shuffle nur am Ende der Runde. Shuffle nur am Ende der Runde. Außer deine Kartendeck ist leer. Achso, okay. Dann zieh nochmal. Inoxgard 3. Plus 2. Ja. Auch 4 Schaden. Dann sind es auch 4 Schaden. Hatte der schon was? Mhm. Linke Seite wurde komplett in Ruhe gelassen von uns allen. 1, 2. Und der mit 1 HP. Plus 1. Reicht trotzdem. Ich krieg jetzt wieder eine P. Ärgerlich. Und das war's dann. Die Karten kommen auf den Ab. So, noch einer weniger. Und ach ja, die kriegen noch alle dieses Fragezeichen. Wie viel hast du gerade getötet? Das gerade eben war noch einer. Nur einer. Nur einer, okay. Aber die kriegen noch das Fragezeichen. Phoenix-Aktion. Ja. Nachteil. Das wird sie ärgern.
Dann ist Service Cracker durch. Und jetzt sind die Archer dran. Das sind der erste. Wir fangen mal mit dem Archer 4 an. Ich sag kurz an, was die diese Runde machen. Sie bewegen sich nicht, aber sie haben eine Range plus 1. Damit sind sie bei einer Range von 4. Oh. Schießen sie auf den Tinkerer. Ja, lauf. Nee, auf den Crackhard, weil der näher dran ist. Und weil ich. Ja, stimmt, ich bin näher dran. Range 4 und ein Attack von 3. Au! So, dann fangen sie mit dem Crackhard an. Und zwar fangen wir hier oben an. Nachteil. Achso, ich dachte die 1 zuerst. Der mit der 1. Wo ist der da? Der ist im Nachteil. Minus 1 und. Genau. Minus 1. Dann macht er 3 minus 1 und 2. 2 Schaden. Meine Wunde. Die einstellen. Wie zieht man das eigentlich wieder raus, das Madel? Muss aus dem richtigen Winkel. Na da, von vorne. Aus dem richtigen Winkel rechtsklick machen. So, ach, dann ist Inoxgard 2 dran. 1, 2. Macht dann plus 0 Schaden. Sind 3 Schaden auf den Crackhard. Die Inox Guards haben Range. Entschuldigung, sorry, zurück. Das war eine Guard. Mir neu. Dann war das der Inox Archer. Das war der Inox Archer. Archer 4 kann noch was machen. Der zieht aber einfach nur dann mit einer plus 0, sind trotzdem 3 Schaden. So, dann haben wir oben noch. Können sie das diese Runde noch minus 1? Die anderen sind halt hier oben immer noch tot. Die tun nichts. Weil das Goundrel bis zu Beginn seines Zuges, glaube ich, unsichtbar ist. Genau. Bis zum Ende meines Zuges. Oder bis zum Ende sogar, ja. Dann sind die Archer durch. Die Guards unten sind noch dran. Die bewegen sich ein Feld. Mit einem Angriff von 3 Basis. Haben aber keine Angriffsreichweite. Reicht nicht. Dann ist der Schamane dran. Wir haben einen Schaman. Was tut der? Gar nichts, der weil tut der auch nichts. Ihr gleiches Problem wie mit den Archern. Dann ist die Spellweaver dran, 91. Puff, eigentlich wollte ich in die Münze rein, aber jetzt. Oh man, Heal oder also, außer raus? Du hast dann wieder was Krasses, ne? Nee, das sind meine einzigen Karten, die krass waren. Wie weit ist er weg? 3 Felder. Ich muss mich also bewegen. Lohnt es sich, die Tür hier aufzumachen eigentlich irgendwann mal? Sicherlich irgendwann, aber wir müssen mal einen Überblick haben, wie viele Viecher wir getötet haben. Haben wir doch unten 8 Stück. 20 müssen wir. Ah, okay. Hast du noch Heilkarten eigentlich vom Tinkerer hier? Jetzt gerade Notfall. Ich selber kann mich diesmal heilen. Notfallheal habe ich noch. Kann mich einmal heilen jetzt. Okay. Dann musst du nochmal demnächst eine Rast machen. Nee, ich mach das. Also Crackhard, wenn du willst, ich kann dich jetzt gleich healen. Das ist gar kein Problem. Nee, weil ich habe jetzt eine Heilung 3 auf meiner Hand, deswegen. Ja, dann benutzt sie für dich selber. Dann. Achso, ich habe ja auch schon wieder Schaden bekommen. Ja, benutzt sie für dich selber, passt doch. Ja gut, dann nehme ich die Heilung für mich und gehe dann Richtung Tür. Macht ihr das mal, tschüss. Willst du die Tür aufmachen? Nein, ich verstecke mich. Kann er auch nicht. Das war's. Kann er auch nicht. Dann ist Human Scoundrel dran. Jetzt bin ich gespannt. Ja, die Scoundrel wird mit dem Thief's Neck eine Falle disarmen. Ja. Nämlich diese direkt vor mir. Mal kurz. So. Dafür kriege ich 2 Erfahrungspunkte und die Falle ist weg. Dann wird die Human Scoundrel sich einfach 3 Felder nach vorne bewegen. 3 Felder? Ja, aber dann würdest du ja. 1, 2, 3. Okay, jetzt stehst du da mittendrin. Ja, gut, aber dann willst du die nächste Runde willst du halt wieder ganz schnell agieren, ne? Ja, und ich fühle mich wohl dort. Es ist schön hier. So, wow, jetzt kommt er mit einem Loot 2. Ja, klar. Streicht alles ein. Loot 2 und Smokebomb. Okay. Keiner mag einen Scoundrel. Keiner. Scoundrel hat keine Freunde. Dafür bewegen die sich jetzt auch hier oben wieder dann gleich, die Boys. Ja, rückwärts. Sie laufen jetzt von mir weg, weil ich dann gleich unsichtbar bin. Gut, dann werde ich den Crackhard einmal healen. Überleg grad. Nächste Runde werde ich dann eine lange Rast machen. Eine lange Rast? Ich brauche Karten zurück oder ich muss meinen Trank verwenden. Gut, ich bin soweit.
aktuell sieht das auch ganz gut aus, oder? Also aktuell, Spaßen, Scherzen. Wie viele Runde war das jetzt? Fünfte, oder? Weiß ich nicht, habe ich nicht mitgezählt. Braucht man das? Ja, weil alle ungerade kommen neue Guards. Nein, tun sie nicht mehr, so, weil ja die Tür offen jede, ist. Jede Runde kommen welche. Ja, aber wir sind 3 bis 4 Leute. Ja, deswegen habe ich, ja die Tür geöffnet, bevor wir die erste Guard umgehauen hatten. Nö, ich hab das konnte. Das okay. War die Strategie dahinter. Nö, mach das. So, jetzt sind die Archer gleich bei 5 dran und ich bin tot, ich sehe das schon. Das glaube ich nicht, aber. Gönn würde ich's dir. Du hast das so verdient. Ich auf dieser Seite keine Freunde. Also, es wäre nicht. Der Schamane ist dran! Wow. Die 8. Und das ist nur ein Schamane. Move minus 1, Attack 0. Er macht die Mobilizer! Geht erstmal einen Schritt zurück, um den Nachteil nicht zu bekommen. Du bist also, so also, gut! Also wir dürfen entscheiden, wo, aber dieses, also welche von diesen beiden Feldern dürfen wir entscheiden? Also wenn du irgendwas bevorzugst als Scoundrel, dann sag uns mal, nee, wo ist mir Wurst, der kann hingehen, wo dann, er will. Dann das dahin, je weiter weg von uns, desto besser. Das ist der Archer. Der Schamane ist dran, nicht die Archer. Aus den Archer bewegt. Genau, dann ist ja. Achso, ihr habt den hin und her bewegt. Gut, dann ist der Schamane mit der Bewegung durch und er macht einen Attack plus minus 0. Er ist nicht Elite, das sind 2 Schaden. Wir ziehen einen Modifier für den Schamanen. Dann macht er 3 Schaden und Immobilize. Au! Nimmst du die 3 Schaden? Ja. Oh, das ist jetzt bitter. Jetzt wird's bitter für dich. Ja. Musst du halt stehen bleiben. Scoundrel ist dran, die 10. Ja. Ich wäre nicht die Scoundrel, wenn meine Aktion nicht Loot 2 wäre. Das ist die Kiste 65 und 3 Coins. Wir hatten doch mal so eine Loot-Kiste links hier. Ah, Treasure Sheds. So, und meine zweite Aktion ist die Smoke Bomb, mit der ich erneut unsichtbar werde und außerdem Dark produziere. Agnes. Haben wir den Invisible Marker hier noch? Nee, hab ich rausgezogen bei dir. Kannst du den noch wieder einfügen. Und das war mein Zug. Dann ist Orchid Spellviewer dran, 20. Ja, ich habe gedacht, die bewegen sich alle vorher, aber nö. Ich habe übrigens meinen Goal erfüllt. Die Guards machen Move 0, Attack 0, alles klar. Also ich würde ich will mich da reinstellen. Kannst du die untere Wache verletzen? Ja, willst du dich hier reinstellen? Nein, ich will dahin, wo die Wache steht. Ich schieb die weg und geh da rein und mach allen einen Schaden, die um mich herumstehen. Wenn du den unteren auf 1 HP kriegst. Gut, dann muss ich mich hier hinstellen. Dann greife ich den Inox 3 an mit Attack 2. Ein Schaden, schade. Ach Mist, da ist ja. Ich habe das Dark nicht gesehen. Naja, gut. Was mit Dark? Das Dark hätte ich verbraucht. Ich habe das Dark nicht gesehen. Ja, klar, mach das doch. Also, was hast du noch dann gesehen? Dann sind das ja, klar, 2 ja. Schaden leider nur, aber besser als so. Und 1 EP. Consumst du das komplett oder tust du es nur auf Morning? Es geht immer komplett. Consume ist immer komplett. Also kannst mein Dark gerne verbrauchen. Hab ich kein Problem mehr. Weil soweit ich weiß, braucht ihn nie einer. Zumindest noch nicht. Ich kann das nur für eine Karte benutzen und die habe ich gerade nicht. Gut, dann hast du die erste Fähigkeit gesagt, Bewegung, ne? Und dann beide Discard, dann bist du durch und Service Crackheart, 29. So. Bringen sie um, damit ich looten kann. Ist es in Ordnung, wenn ich die Wache hier wegschieße und mich da reinstelle oder bin ich dann aus der Reichweite verheilung und sowas? Meine Range ist 2. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, pass auf, dann stell ich dich auf die Münze. Ich muss das Element nicht verwenden, richtig? Nee, musst du nicht. Ich wollte die EP. Ja, dann pass auf, dann stell dich auf die Münze, die da ist, dann machst du mir einen Schaden. Ich kann damit erst einen Schaden, who cares? Ich kann auch den oberen Schützen anschießen, dann wird er weggeschoben. Kannst du dich nicht nur ein Feld bewegen? Ja, kann ich auch, aber ich... ich hab das ja vor, aber ich will das grüne Element verbrauchen. Wobei...
Ich schieße den unteren an. Ich schieße den unteren an, verbraucht die Erde. 3 Angriff und dann springe ich ein Feld näher ran, dann mache ich den beiden hier einen Schaden. Ist auch gut, oder? Ja, das ist auch gut, ja. Also ich schieße die Wache 3 an. Ja, Modifier. Plus 1, 4 Schaden. Ist er tot. Element verbrauchen. Ups. Und dann einen Schritt drauf zumachen. Und jetzt bekommen alle nachliegenden... Und jetzt kriegen alle nebendran einen Schaden. Das Erde wäre jetzt nicht generiert, weil ich schon... Achso, er ist tot, weil er vergiftet ist. Nee, Gift. Soweit ich weiß, zählt Gift nur bei Angriffen, nicht bei seinen Spitzen. Das kann sein. Aber da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Bei was meint ihr? Gift. Gift zählt nur bei Angriffen, nur nicht bei Suffer Damage. Ja. Wenn eine Heilungsfertigkeit bei Gift die Base-Angriffsvalue erhöht und das geht halt nicht, wenn es keine Base-Angriffsvalue gibt. Genau, fügen alle Gegner ihren Angriffen auf diese Figur plus 1 hinzu. Dann ist Crackhard fertig, oder? Jupp. Discard? Discard, ja. Das war Discard. Dann ist der Tinkerer dran. Dann habe ich noch eine Heal 2 Range, also 5 Heal auf Range 2. Die Karte ist Lost und ich bekomme 1, 2 EP. Und hier unten dein Bonus-Effekt? Welchen Bonus-Effekt? Den Heileffekt. Ach so, den genau, da ist der erste. Den musst du markieren. Da ist der erste dran. Ich heile nochmal 2 mehr, richtig? Dass ich bin voll. Schon voll, ne? Ja, genau, du bist dann bei 7. Aber du kannst nicht über sonst healen. Und dann kann ich 1, 2, 3 schießen. Dann werde ich mal Inox Guard 2 versuchen. Sind 2 Schaden, die ich dem mache. 1, 2. Und ich bin fertig. So, Wächter und Schützen. Fangen wir mit der Guard an. Bewegung 0, Attack 0 sind 2-2. Bewegt sich nicht, schlägt zu. Sehen wir mal. Dann macht er 4 Schaden. Nimmst du das so hin? Da kommen ja noch 2 Attacken auf mich, ne? Eine? Nee, 2. Ja. Ich werf meine Handkarte weg. Echt? Schon, oder? Dann... Hast du noch Heilung? Also kann der Tüftler noch heilen? Ich würde jetzt Short resten. Ja, dann also ich würde gerne vor lange Rast nächste Runde machen, damit mein Schild auch wieder an ist. Nimm ich's? Okay, dann. Ja, dann nimm die 4 Schaden. Wenn du eh lange Rast machst, kriegst du ja 2 wieder und dann. Ja, aber erst am Ende der Runde. Die Gegner können mich alle nochmal angreifen. Sind doch kaum noch welche da. Ich werde übrigens meinen neuen Helm aus der Kiste. Was? Den kannst du am Ende des Szenarios. Sehr schade, da wärst du ja so schick. Ja. Was hast du denn gezogen? Den Horned Helm. After moving 4 or more hexes on your turn. Ah, im Nahkampf plus 1 Schaden. Ein Nahkampfschaden, wenn du dich 4 oder mehr Felder bewegst, der ist perfekt. Also du hast 4 Schaden genommen? Ja. Gerade in dem Setup. Der Brute könnte damit noch was anfangen. Dann sind die Archer dran. Aber... Die Archer haben keine Bewegung, aber sie greifen 2 Ziele an mit einer minus 1. Dann machen sie insgesamt minus 1 Schaden und auf den Crackhard mit Nachteil. 1, 2, dann macht er 1 Schaden am Crackhard. Okay. Und dann greift er entweder mich oder Spellweaver an. Yes. Spellweaver zuerst. Kann der das erreichen? Hat er eine Range 2 oder hat 3? Ich weiß nicht, wo die Karten vom Schützen sind. Schütze ich wohl. Nee, der Archer wird immer erst den Fokus auf den nächsten, also Crackhard. Das ist der Crackhard. Ja, der Crackhard hat schon einen bekommen, der greift jetzt noch einen an. Achso, der Archer greift noch einen zweiten an. Ja. Dann ist es, der Spellweaver. Dich, weil du die kleinere Initiative hast, haben wir nachgeguckt. Genau, weil du eher dran bist. Und dann schießt er nicht in den Nachteil. Ist trotzdem eine minus 1, dann macht er... 0. Warte mal, stopp. 0 Schaden. Ich krieg den Schaden, ist okay, aber wenn der Archer sich bewegen kann... Er kann nicht laufen, diese Runde. Er darf nicht laufen, genau. Sonst wäre er gelaufen, ein Feld weg vom Crackhard, aber so kann er nicht laufen. Kann ich überhaupt leben. 2 minus 1 minus 1 ist 0. Und dann haben wir noch einen zweiten Inox Archer. Der schießt auf Crackhard und Tinkerer. Mich erreicht er nicht. 1, 2, 3, 4. Erreicht er nicht. Okay. Crackhard. Den Cracker da schießt er. Darf er mich zweimal anschießen oder nur einmal? Nee, er schießt dann nur einmal auf dich. Sei froh.
Ein Schaden, ne? Zwei Schaden. Zwei? Ne, oder? Warte, die haben auch noch im Minus. Minus 1, richtig? Das ist dieselbe Attacke. Ja, das stimmt, du hast recht. Dann ist es nur ein Schaden. Okay, dann passt ja. Dann sind die Archer durch, dann sind die Guards durch and round. Ich hatte eine Shortlist gemacht. Haben die Archer oben schon gemacht? Die tun nichts, weil ich unsichtbar bin. Du bist unsichtbar. Und sie, ne, aber sie können sich nicht bewegen. Doch. Nee, sie können sich nicht bewegen. Archer laufen nicht diese Runde. Ah ja, stimmt ja. So, ich mache eine Short Rest. Haben wir markiert, wie viele Gegner drauf? Die 8 passt richtig. So, du brauchst jetzt einen Heal, ne? Ich würde jetzt eine lange Rast machen, aber wenn die vorher Schaden machen, wird's blöd. Ja. Sehe ich das da einfach nichts, oder? Ich würde ganz gerne die Münzen aufsammeln, die da liegen, wenn nichts dagegen ist. Alle? Ja, alle zwei, ja. Warum? Nur wenn ich nett frage? Haben wir überhaupt das Schütze unser Schock überlebt? Er ist nicht mehr festgehalten, oder? Wegmachen. Doch, bis zum Ende meines Zuges. Aber das war doch letzte Runde. Nee, ich habe das letzte Runde bekommen. Ja, er hat das letzte Runde nach. Ich habe beide Effekte, sowohl Invisible als auch Immobilized, habe ich letzte Runde bekommen. Das heißt, die gelten noch bis zum Ende meines jetzt folgenden Zuges. Die Frage ist nur, hast du das Immobilized bekommen, bevor du dran warst oder nachdem bevor. Du dran warst? Bevor ich dran war. Dann ist es jetzt weg. Oh, dann ist es schon weg. Das ist ja gut. Ja. Das war der Grund, warum du nicht raus konntest. Ja, genau. Achso, ich wollte ja auch gar nicht raus. Ich dachte, das gilt bis zur nächsten, also bis zum Ende des nein. Zuges der folgenden Runde. Nee. Damit ist es hervorragend. Dann kann ich mich ja jetzt doch verpissen da hinten aus der Scheißecke. Ja, du wolltest da selber rein. Du hast noch nichts bisher gemacht. Ich hätte da jetzt, auch weitergespielt. Das wäre auch nicht so das Problem gewesen. Aber so ist das dann natürlich noch besser. Gut, da fehlen noch zwei Initiativen. Freunde kann er sich jetzt zurückverziehen. Ich mache eine lange Rast. Du machst eine lange Rast, okay. Dann fehlen noch die Karten von Durant. Will den Schild wieder aktiv kriegen? Der wird dann ja umgedreht. Hast du die lange Rast angekündigt mit dem Battle Interface Long Rest? Da. Okay. Genau, dankeschön. Ich bin aber am Wobei, wenn die Archer sich bewegen, wäre das scheiße. Nee, oh, dann... Auch dann darfst du mit entscheiden, wo die hin sollen. Dann könnt ihr den Weg nicht zumachen. Achso, nee, Entschuldigung. Modifier wieder nicht ziehen. Sondern wir wollen die Runde starten. Human Scoundrel, die 6. Naja, aus dem Rektanten heraus folgt der Backstab. Attack 3. Add plus 2, wenn das Target nicht zu einem Ally adjacent ist. Das ist bei unserem Freund, dem Elite-Archer, der Fall. Vorausgesetzt, er hat kein Retaliate. Inox Archer sollten kein Retaliate haben. Nur durch Karten. Aber nein, Inox Archer haben kein Retaliate. Die heilen sich. Nee, der Schamane heilt. Nee, der Schamane. Die Inox Archer heilen nicht. Ja, dann sind das 5 Base, wird verdoppelt, weil ich mit der Smoke Bomb aus der Unsichtbarkeit heraus angreife, also ein Basisschaden von 10. Ui. 11, damit ist der wohl zu Ende. Na klar, auf den Elite. Ist der wohl erledigt? Und dann ist mein zweiter Zug... looten. Nein, mein zweiter Zug ist natürlich Move 5. Das 1, ein Gold. 2, 3, 4, 5. Hier hinten. Oder? Die Archer haben minus 1 Attack. Minus 1. Ja, das ist in Ordnung. Dann sind die Archer dran mit der 14. Bauen die sich da jetzt schon wieder selber ein? Move 1. Den Elite Archer gibt es nicht mehr. Dann haben wir noch einen Archer. Der Archer da hinten baut sich tatsächlich selber ein. Und dann kannst du ihn einmal bewegen in unsere Runde. Der bewegt sich nämlich ein Feld nach vorne. Und dann baut er die... Und dann baut er da eine Falle. Dahin. Clever. Dann haben wir noch einen anderen. Der andere Archer wird sich aus der Reichweite vom Dingens bewegen. Vom Crackart. Und dann überlege ich gerade, haben die eine Reichweite minus 1? Ne, die haben nur einen Attack minus 1.
Dann haben sie eine Reichweite von 3. Geht auf Crackhard, weil der nah dran ist, ne? Genau. 1, 2, 3, 4. Den Scornel können sie nicht erreichen. Dann wird jetzt geschossen auf Crackhard. Und der Wächter ist auch noch dran vorher. Minus 1, dann macht er keinen Schaden, oder? Der erste? Ja, müsste 0 sein. Und 0 sind 1 Schaden. Hat der Archer baut aber auch bewegt? Eine Falle. Ja, genau. Die Falle haben wir noch nicht gemacht. Bewegt sich der andere noch? Bewegt sich der nicht noch? Der 4? Der muss sich nicht bewegen, weil er schon Reichweite hat. Alles klar. Achso, ja, der schießt halt durch. Genau, der schießt durch das Obstacle durch. Dann sind die Archer durch und die Guard ist dran. Wir haben noch eine Guard da und haben wir noch eine andere? Nee, die ist nicht dran. Gut. Was macht die Guard? Mit Gift angreifen. Keine Bewegung, aber er hat eine Reichweite auf dich, ne? Ja. Mit Gift angreifen, das ist ja unschön. Das heißt, wenn es durchkommt... Ist egal, es kommt immer durch. Gehalt werden, ne? Kommt immer durch. Erstmal den Zusatzeffekt. Wie viel? Plus 1. Sind? Macht er 3 Schaden und Gift. Ich hab noch 3 HP, das heißt, ich muss jetzt meine Handkarte abwerfen, dann kann ich es negieren, richtig? Ja. Also es gibt genau. Nicht aber den Schaden. Doch, dann, das Gift auch. Das Gift ist ein Zusatzmodifikator auf den Angriff. Also das Gift erhöht den Angriffsschaden um 1. Weil das ist besser als sterben, also werf jetzt die Karte weg. Also das, ach so, das Gift kannst du nicht negieren. Nein, dass du den Gifteffekt bekommst nicht. Wobei doch, wenn du keinen Schaden bekommst, bekommst du auch kein Gift. Das ist kein Angriff, also der Angriff geht fehl, wenn er abschmeißt. Ja. Muss der das andere, einen Ally oder einen Enemy vergiften, ist ein anderer Effekt. Das habe ich nämlich auch. Ich habe eine Karte hier, Attack 3 mit Poison zum Beispiel. Ja. Und dann hätte ich eine hier andere Karte, wo drauf steht. Werden selbst dann angewendet, wenn durch den jeweiligen Angriff kein Schaden verursacht wurde. Das ist Gift, Wunde, Lähmung, Entwaffnen, Betäuben, Verwirren, Flucht. Deswegen, also selbst wenn du eine Karte abschmeißt. Auch wenn der Gegner misswürfelt, ist der Zusatzeffekt immer aktiv. Aber ja, es ist ja kein Miss. Also du nein, ich sag dir, selbst wenn. Also sobald er einen Angriff macht, ob Schaden oder ohne Schaden, der negative Zustand kommt immer dazu. Also bin krass. Vergiftet. Okay. Das können wir nämlich auch machen. Das ist das Gute daran. Das heißt, der Heal vom Inkerer wird verloren gehen, wenn er es jetzt macht. Ja, leider. Ich habe aber auch keinen Heal mehr auf meiner Hand. Das ist ein Fünfer hier. Nee, wenn du rastest, dann geht das weg. Ja, aber also, der Tinkerer ist vorher. Ja, er müsste es halt anderweitig irgendwie verwenden. Ja, ich kann das jetzt verfallen lassen, ne? Dann angreifen. Aber dann habe ich nicht so oder kaum HP. Dann verwende es lieber, dann kann er mit seiner Rast sich wenigstens noch um 2 Lebenspunkte heilen. Weil wenn du es verfallen lässt, dann geht das Seines weg. Guard ist fertig, dann bin ich jetzt dran. Ja, was soll ich tun? Ich würde ihn heilen. Mhm. 1, 2. Lost. Giftstufe ist weg. Und dann war das die obere. Dann kann ich noch eine Loot 2 spielen, ne? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, dass ich eine Loot 2 spiele. Dann werde ich die einfach discarden und mich bewegen. Und zwar 2 Schritte. Und zwar. Nein, er klaut meine Münze. Ich hab Loot gespielt. Ja, ich weiß. Ich hab auch Loot gespielt. Alle haben Loot gespielt. Gut, dann ist der Tinkerer durch, die Spell Weaver. Ich habe extra eine hohe Initiative. Ja gut, dann Loot 1, ich klau dich. Ja, du kannst auch einfach eine Bewegung ausspielen. Ja, das werde ich auch machen. Ich werde jetzt, ich habe, glaube ich, die Reichweite zum Inox Guard, deswegen werde ich den Inox Guard angreifen mit Range 3, 2, das heißt, kein Element da, das heißt, 2 Angriff, 1 Schaden. Reicht trotzdem, ne? Hat keine... Wenn er kein Schild hat, ist er weg. Er hat ein Schild. Dann geht das vorbei, dann zählt das nicht, dann ist es leider... Alter, 20 Inox zu killen, ist aber schon eine harte Ansage. 9 Stück haben wir. Ja. Und 2 sind fast tot. Ich stelle mich auf 3 sind fast tot, weil der ist auch gleich weg vom Fenster. Achso, haben wir oben deine Elite, haben wir den auch... ja, das war die 9. Wie hast du dich denn so weit bewegt? Ja, guck mal hier. Move 8, Jump. Und du erzeugst Wind. Warum hast du dich nicht als erstes... Verbrennst du jetzt die Karte für eine Münze? Ja, richtig. Was? Mein Deck besteht aus 90% Ach, Deck. Du bist ja Spellweaver, ja. Schamane ist dran, 89. Der macht einen Heal, ne? Glaube ich.
Ja, soll er mal machen, kann ja richtig viel leiden da oben. Heal 1, Move minus 1, der bewegt sich auf alle Fälle in unsere Richtung, und zwar mit... ich bin auch nicht mehr invisible. Er hat keine Bewegung. Ja, 0. 0. Er hat einen Heal und alle Nebenstehenden, und er macht einen Bless auf sich selbst. Auf sich selbst. Oh, Bless ist ekelhaft. Wie kann man Invisible nicht wegnehmen? Wie mischen wir einen Bless rein? Der Bless wird aus den... Monster Curse? Das sind irgendwo Monster Bless. Nee, es gibt extra ein Deck dafür. Monster Bless. Da, Bless. Und der wird hier reingelegt. Macht das vor seinem Angriff? Gesehen? Aber wo hast du das reingelegt? Eh nicht an. Hast du das hier reingelegt? Ja, ja. Das muss hier reingelegt werden. Nein, das kommt auf dem Modifier-Deck. Echt? Ja, das kommt nicht auf den Angriff. Auf das Schaman-Deck kommt es nicht, weil, wie willst du es rechnen? Das Ding zählt jetzt für jedes Monster. Wow. Okay. Deswegen hasse ich Bless. Was? Er hat seine ganze Gruppe gesegnet. Okay. Ja, quasi. Wenn er es oft genug macht, dann ist es echt fies. Okay, aber es wird nicht geschaffelt, ne? Dann ist der Schamane durch und Crackhart bekommt 2 Lebenspunkte. Und ich krieg die 7 Karten wieder. Aber eine musst du abwegwerfen, ne? Also ja, ich muss erstmal auf die Hand nehmen, damit ich... Genau. Wenn ich sie auf die Hand... Wie kann ich die auf die Hand? Hab dir 2 Lebenspunkte gegeben. Du drückst die Zahl, die du ziehen willst. Genau. Eine abwerfen, da muss ich mal schauen. Ich bin einfach extrem spät dran, diese Runde. Das ist richtig übel. Achso, du hast den Tracker auf den nächsten Punkt gelegt, ne? Und XP, sehe ich gerade. Oh, ich kriege auch noch XP, und zwar 3. Für Smokebomb und Dingens. Kein Adjacent Ally. Ah, bam 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 bam. Was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, Spellweaver bleibt da stehen, und ich hoffe, der dumme Archer bleibt da stehen. Ja, ich bleib da stehen wegen dem Archer, damit der Archer nicht auf den Crackhart weiterschießt. Das wäre sehr gut, wenn du da stehen bleiben würdest, dann töte ich den Archer nämlich wahrscheinlich gleich. Mhm. Bin allerdings sehr spät dran, weil ich keine Karte mehr habe, mit der ich früh ziehen kann gerade. Okay, warte mal, aber du würdest ihn töten oder nur angreifen? Ich würde ihn mit höchster Wahrscheinlichkeit töten. Falls ich keinen Mist würfle, ist er tot. Ja gut, das ist okay, dann kann ich eventuell noch was anderes machen. Also ich glaube, dann können wir jetzt die nächsten Türen öffnen. Die einzige Chance, dass ich den Archer nicht töte, ist, wenn ich einen Mist ziehe. Ja gut, aber so, jojo, ist ja alles noch. Welche Tür wollen wir eigentlich öffnen? Irgendeine, eine beliebige. Habt ihr eine Präferenz? Die, wo wir möglichst schnell hinkommen, also die da unten, finde ich eine gute Option. Das müssen wir uns nicht so viel bewegen. Kann ich machen. Oder die wäre sogar noch näher für. Also, nee, ja, gut, für uns. Nee, lass mal in dieser Region bleiben. Dann haben wir von. Gut. Alles klar, sind da nicht. Ich muss sowieso zeitnah erstmal longresten. Falls der Tinkerer mir nicht zeitnah meine Karten wiedergeben kann, muss ich dann sowieso longresten bald. Also, ich kann quasi noch. Wenn ihr wollt, ich kann diese Runde die Tür öffnen. Ich kann da direkt hin. Das wäre wahrscheinlich gut, dann würden wir nämlich keinen Zug dann verlieren. Dann werde ich aber nicht angreifen, sondern mich heilen. Kann der Tinkerer die beiden Einser da töten? Also wenn du den Vierer Archer tötest, könnte ich einen der beiden hinteren, die noch... Oh, bereitet dich, haben, stell dich da mal drauf ein. Also ich habe in meinem Deck noch 16 das Modifikatoren heißt. Und einer davon ist der Miss und bei allen anderen ist er tot. Ja, bei unserem Glück ist der Mist und der Schaffenstuhl. Er hat bestimmt 3 Mist reingetan. Denk dran, Copy-Paste, ne? Battle Tinkerer, ich werde als erstes mich bewegen. Move 2, 1, 2. Dann darf ich heilen, und zwar alle Nebenstehenden. Oh, das ist allerdings mit meinem Modifikator eine 3er hier. Oh, sehr schön. Dann ist das discarded. Und dann überlege ich gerade, ich könnte jetzt nochmal ein Heal durchdrücken. Dann bist du voll, ne? Ja, machen wir das mal. Dann bist du voll, kriegst nochmal 5 und dann ist die Karte auch discarded. Und meine aktivierte Fähigkeit ist durch. Er wird gelostet und ich bekomme nochmal einen XP. Durch.
Der Schamane? Der Schamane läuft. Wie weit läuft der Schamane? Schamane läuft heißt, 0, also ein Feld. Ein Feld, ja. Und dann heilt er in Reichweite 3. Ja, niemand. Muss er nicht. Alles klar. Gut. Der nächste? Service Cracker. Unser Steinmensch. So. Da du mich voll geheilt hast, will zur Tür laufen mit 4 Bewegung, aber dann kann ich keinen mehr heilen. Das heißt, ich mache statt der Heilung oben einfach 2 Nahkampfschaden. Und dann auf die Wache. Der schon da steht. Hat er kein Schild gerade, richtig? Dann sehe ich mal. Oh, wie ich dich wieder aus dem Leben zurückgeprügelt habe. Ich hätte mich gerade selbst voll geheilt. Nein, das ist meine Aufgabe. 1 Schaden, das reicht. Das ist meine Aufgabe. Den Gegner erledigt. Und dann 4. 1, 2, 3, 4. Ja, dann mache ich doch Loot 1. Was? Shit. Okay, haben wir dann Schamanen drin? Nee, das sind nur Archer und Guard. Und ein Obstacle. Ne, ein ziemlich langweiliger Raum. Oh, das Obstacle kann er verwenden, der Cracker. Die Orcs Bellweaver ist dran. Da habe ich keine mehr. Ich hoffe, du bringst den Archer um. Ich stelle mich einfach darauf ein, dass du das kannst. Ich mache Move 4. Nein, du musst da stehen bleiben, sonst kann ich das nicht. Kann ich auch hier stehen bleiben? Nein. Ich muss direkt dastehen. Du musst genau dastehen. Du könntest dich auch hier hinstellen. Das ginge auch. Okay. Du musst neben diesem Feld stehen bleiben. Stehen? Nein, du musst neben der Spike Trap stehen bleiben. Ah, er will ihn jetzt verschieben oder sowas oder pullen und dann mit genau, ich laufe 3 Felder, schieb ihn in die Spike Trap und dann ist er adjacent zu einem Ally und dann töte ich ihn sogar, wenn ich minus 2 ziehe. Und dann bist du hihi. Also du müsstest da stehen bleiben. Sorry. Du, entschuldige dich bei dem beim Tinkerer, nicht bei mir. Er wird von dem Archer da angegriffen, nicht ich. Du hast nicht genug Range, um da ranzukommen? Nee. Ja, leider nur Range 2, deswegen hätte ich mich bewegen müssen. Dann. Puh, boah. Oh, warte, ja, ich darf ja meinen. Bleibt nur Attack 2-2. Jo, dann bleibt nur Attack 2-2. Bleibt bei 2 Schaden. Wunde kann ich nicht. Und die letzte Karte lasse ich verfallen. Bewege mich 1 zur Seite und 1 wieder zurück. Zack, zack. Wenn du dich aber erinnerst, ich habe dich extra gefragt letzte Runde, ob du da stehen bleiben willst. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich auch extremst langsam bin mit 36. Habe ich gedacht, das wird schon reichen. Ich habe doch gesagt, ich kann nicht schnell ziehen, deswegen bin ich sogar nach den Archern dran. Ja, beste Scoundrel EU. Ja, ich krieg gleich vor allem richtig aufs Maul von. Zu langsam gewesen. Also ich krieg vor allem gleich richtig aufs Maul von Archer 2. Ja, Der läuft in beide Fallen, das passt schon. Ist nicht schlimm. Nee, der läuft nur in eine Falle. Alles gut. Er läuft nur in eine Falle und macht dann aber Attack plus 1 dafür. Bei Bewegung. Also wenn der plus 1 zieht, muss ich eine Karte abschmeißen. Ja, ich bin durch. Der Guard darf. Die beiden machen. Hier. Da gibt's machen die? Bewegen der und Guard, erstmal ist der Elite Guard dran. Genau, der Elite Guard bewegt sich und greift an mit 2 Bewegungen, 3er Standardangriff. Ja, 3 Schaden. Das heißt, er wird sich zu dir hinbewegen. Du darfst entscheiden, wo du ihn gerne haben möchtest. Ja, oben ist in Ordnung. Okay, dann macht er 3 Schaden plus. Nein, er macht nur 1 Schaden. Schaden verrechnet? Ja, wie viel? Wo? Ein Schaden an dir. Ein Schaden. Ich hab noch nicht gedrückt. Ja, du drehst die Figur. Absichtlich. Ja, so kann ich nicht drücken. das war der einzige. Dann kommt die Archer. Oh, ich bin dumm. Der Archer wird den Tinkerer angreifen. Du hast nicht daran gedacht, dass die Schützen nochmal vor dir dran sind. Bewegen sich nicht, haben aber eine Range Attack plus 1. Das heißt, sie greifen an mit 3 und 4 Reichweite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sie werden den Tinkerer angreifen. Der zieht dann
Ich habe gerade gemerkt, unser Spellweaver hätte auch springen können und dann hätte ich statt dem Archer 4 den Archer 2 besiegt. Ich habe extra gefragt, ich kann ja. Ja, es ist mir dann eben erst klar geworden, dass der ja gleich hier steht und ich den halt auch töten 3 kann. 3 Schaden auf den Tinkerer. So, der Archer 2, der will natürlich zu dem Scoundrel, kann ich erreichen. Es kann auch die andere Trap da sein. Die Trap, die am wenigsten Schaden macht, nimmt er. Die machen alle 3. Machen die alle 3? Okay, dann ist es tatsächlich egal. Sind stinknormale Spike-Traps alle. Da würde er dich noch nicht sehen, er muss da stehen. Und dann greift er dich an mit 3 und... Miss. Oh. Archer 4 greift mich an, logischerweise. Und da ist natürlich kein Mist drin, ist ja natürlich klar. Wisst ihr, warum ich nur noch 3 Lebenspunkte hatte? Das kann gar nicht sein. Ja, weil der 3 Schaden auf dich gemacht hat. Ja, aber habt ihr das schon abgezogen? Ja, die sind abgezogen. Okay, weil ich hatte nämlich eben von 3 auf Dingens gezogen. Da war ich genau, eben sehr verwirrt. Du hattest 7 und er hat 4 Schaden gemacht, deswegen bist du bei 3. 4 Schaden? Ja, genau, weil ich hatte eben nochmal 3 abgezogen. Außer du wolltest eine Karte abschmeißen. Nee, wollte ich nicht, aber ich hatte gerade selber eben nochmal abgezogen. Das war doppelt dann verrechnet. Okay. Habe ich mich gerade gewundert. Warte mal, das sind 3, sind 6 Schaden, damit wäre ich hinüber. Ich muss eine Karte abschmeißen und dann bin ich aus dem Spiel tatsächlich schon raus. Was? Kacke. Ja. Dann ist es hinfällig, welche ich nehme. Alleine Karten zum Abwerfen. Ja, aber meine letzte Karte bringt mir alle meine Lost-Karten zurück. Aber da ich nur 2 Handkarten habe, aber keine im Discard-Pile, muss ich leider eine Handkarte abschmeißen. Und damit kann ich keine 2 Karten nächste Runde legen. Damit bin ich jetzt raus. Also nächste Runde raus. Shit. Ja, passiert dummerweise. Der Archer 6 greift den Crackhead an. Der braucht die Reichweite. Kriegt er hin? Deswegen... Oh, mal 2. Da war die Bless-Karte, das heißt, er macht auch 6... Ja, 6 Schaden. 6 Schaden. Und die Bless ist weg. Hat die Bless wird danach entfernt? Ja, die eine ja. Dann benutze ich mein Schild und Offizier zum 1. Sind 5. Ich pack dann mal ein. Also ich sehe das irgendwie noch nicht, dass wir das hier gewinnen. Nee, wir haben erst 10 Monster. Das wird nichts. Zu gierig. 5 times the number of characters. Ey, 20 ist aber auch schon richtig übel. Crater. Gut, dann waren die Archer. Dann ist der Scoundrel dran. So, der Scoundrel. Den Schaman nicht noch? Ach, der Schaman hat es. Macht Move 3. 1, 2, 3. Und dann zwinge ich einen Gegner, eine Bewegung 1 zu machen, in ein zu mir angrenzendes Feld. Das wird dieses sein. Damit bekommt er 3 Schaden. Und dann folgt der Single Out. Attack 3 plus 2, wenn das Ziel neben einem Ally steht. Sind 5 mit Modifikator plus 1, damit ist der tot. Uiuiui. 11 Gegner. Richtig? Hier noch 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind da. Das gibt's mit Türen. 5 sind da. Genau, eine Tür müssen wir noch öffnen. Müsst ihr noch öffnen, ja. End Round. So, End Round? Oder alles gemischt? So. Ich kann jetzt nicht mehr, ich bin jetzt raus. Warum hast du keine Karten mehr, Refresh? Was war da das Problem? Weil ich 2 Handkarten habe und darunter ist meine Card-Refresh-Karte, dass er aber genau 6 Schaden reindrückt, dass meine Lebenspunkte auch dummerweise noch genauso sind. Achso, du musst sie abwerfen. Musste ich eine Handkarte abwerfen und dann habe ich nur noch eine und kann nicht keine 2 mehr legen und damit kann das ich nicht. Das ist halt ein richtiges Pech. Wenn es 5 gewesen hätte, hätte ich gesagt, ja, okay. Kannst du dich noch shortresten oder so? Hat er mal. Scheiße, stimmt ja, ich habe den Eisenhelm. Du hast den Helm. Dann kriege ich nur, wie viel Schaden, lass mich kurz nachdenken, 603 Schaden. Dann bin ich 03. Oh Mann, du... Du Experte. Du hattest da doch noch was. Du Experte. Du, ich habe nie den Eisenhelm, nie. Du Experte. Vor allem
Am Anfang noch, oh, welches Item lege ich denn ab? Naja, der Helm ist eigentlich schon ziemlich sinnvoll, den behalte ich mal lieber. Wow, ey, Slowclap. Dankeschön, dass sie mir den Eisenhelm wieder angelegt hat. Was ist denn mit dir? Steckst du, also der Pfeil steckt schon im Kopf und die Scoundrel springt nochmal heran. Oh, Mensch, drück dir nochmal den Helm auf den Kopf und brich diese Pfeilspitze ab. Also für diesen coolen Move bekommst du von mir ein... Nein, das ist eine Schnauze! Könnte mal langsam mal schneller spielen hier. Gut. So, neue Hoffnung. Ich muss leben. Zug, neues Glück. Ich muss leben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tut eure Dinge. Was nehme ich? Also ich werd jetzt diesen Boy hier oben schlachten. Der hat's nämlich langsam mal verdient. Freunde, ey. Ich habe Schmerzen im Rücken. Oh nein. Sollen wir schon die obere rechte Tür auch schon aufmachen? Nein. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja, aber guck mal, der eine Archer, der hat nur noch einen Lebenspunkt und ist vergiftet. Ja, ist halt ein Angriff, ne? Ja, den kannst du halt irgendwie mit einem dummen Range-Angriff umhauen. Also ich werde jetzt Achso, da oben ist ja auch noch ein Range-Archer. Ich werde jetzt den Inox-Archer da oben erstmal erlegen. Ja. Der geht mir nämlich langsam auf die Nerven. So, wir kriegen noch Karten von unserem... Ja, ich überlege gerade, was ich... Der Schamane da oben ist auch sehr sinnlos. Hol dir deine scheiß Karte wieder, damit du wieder was machen kannst. ja, pass auf. Ich erzeuge auch noch gleich Dunkelheit. Also wenn du das nutzen möchtest, dann kannst du es jetzt in dieser Runde... Ich habe meine Dunkelheit-Nutzen-Karte gerade abgeschmissen. Okay. Oh, Mann. Oh, Alter, war das knapp. Du, meine anderen Charaktere haben nie einen Eisenhelm. Nie. An den denke ich nie. Kann jemand Erde erschaffen? Negativ. Sorry. Nicht. Passt schon. Ich habe eine diese Runde. Karte, die was erschafft, und das ist einmal Dunkelheit. Nächste Runde kann ich tatsächlich nicht mit dir arbeiten. Schamane 8. So, dann könnt ihr den mal bewegen. Ich werde ansagen, mit einem Move, er darf sich einen Schritt bewegen. Und dann macht er einen Angriff, einen Fernkampfangriff mit weniger Schaden. Wird wahrscheinlich sowieso kein Treffen. Wie viel Reichweite? 4 wahrscheinlich, ne? 3 Reichweite. Reicht nicht. Dann trifft er niemanden. Dann ist die Guard dran. Die Guard liegt auf der anderen Seite mit der 15. Ich weiß nicht, wo er... bewegt sich nicht. Die Guard bewegt sich nicht und schlägt auch nicht zu, sondern nur mit Retaliate und Schild. Das ist ganz gut. Dann kommt der Tinkerer dran. Er hat 4 Retaliate, wenn du ihn angreifst. Denk dran, Crackard. Also wenn du ihn nicht mit einem Schlag tötest, dann haut er dir auch nochmal... Ich greife nicht Auto-Retaliate. Ja. Greife nicht an diese Runde. Was ja, Auto-Retaliate? So, dann möchte ich mir jetzt erst das selber healen. Ich werde mich healen um 2 Punkte. 1, 2. Und dann möchte ich einen Fernkampfangriff mit dem Toxic Bolt machen. Ich erzeuge Erde. Ich mache einen vergifteten Schaden, wenn ich den treffe, damit mache ich 2 Schaden plus das Gift, dann ist er tot. So, bisschen Luft verschifft. Ja, das ist doch mal schon. Bin fertig, Orchid Spellweaver. Darfst du wieder mitspielen? Oh, was der Helm? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Eine Frage hätte ich noch kurz. Ich habe ja den Trank, um 2 Karten aus dem Ablage zu holen. Wann darf ich das machen, auch nachdem ich meinen abgeworfen habe? In jedem Zug. Ja, also wenn du dran bist. During your turn, okay. Genau. Ich werde jetzt stopp. Die Spellweaver noch nicht geantwortet. Ich werde jetzt nochmal schnell was nachziehen. Du kannst durchsuchen, dann geht's schneller. Ja, yeah, genau, ich werde jetzt hier gleich. Ja, bist du das, dann kann ich ja weiter. Ja, genau, du kannst aber weitermachen. Ich stelle mich auf die tolle Münze hier, weil ich es kann. Wow. Good job. Machst du auch noch was Produktives, oder? Ja, ich krieg jetzt alle meine Handkarten zurück. Sehr gut. Produktiv. So, sehr gut. Die Karte ist jetzt komplett raus und dafür kriege ich die auf die Hand. Ah, ihr dürft nicht so viele Karten losten, Freunde. Ah, gut, die Spellweaver darf das aber. Ja. Spellweaver wird dafür bezahlt. So, Scoundrel. So, wie viele Monster haben wir denn? 12? Ne? Momentan 12, gleich 13. Ich mache Move 2, Attack 2. Einmal hier hin, einmal den Archer schlagen. Mit plus 0 sind 2 Schaden. Oh, einer da noch? Ja. Wow. Hat gut gemacht.
Und dann mache ich Attack 3. Ja, zieh eine Karte. Aktion. Minus 1 sind 2 Schaden, ist er wohl tot. Bist du auch endlich mal nützlich? Ja. Und einen Erfahrungspunkt. Scoundrel ist durch, Severus Crackheart 38. So, dann heile ich mir selbst 2, würde ich sagen. Und ich schieße. Wir haben Erde, ne? Reichweite. Wir haben Erde, falls du was brauchst. Ja, ich denke, ich verwende es. Dann schiebe ich ein Stück zurück, das passt ganz gut für meinen nächsten Zug. Nee, komplett. Verwende die Erde. Komplett. Genau. Dann schiebe ich den 1 weg. Nach. Wenn der auf der Münze stirbt, liegen da dann 2? Ja. Ja, es liegen dann 2. Dann schiebe ich ihn da hin. Genau, wenn er nicht dran ist. Wenn er dran sein sollte und da beendet, dann nimmt er die auf und sie ist verloren. Nein, die nimmt er nicht auf. Nur wenn auf deren Fertigkeit. Achso, wenn es eine Loot-Karte ist, ne? Die haben ja auch Loot-Karten teilweise. Genau. Aber das ist nicht der da, zum Glück nicht der. Und dann noch die Angriff mit 3. Element habe ich verbraucht zum Pushen. So, das heißt Attack Modifier gegen den Schützen. 3 Schaden. 4 Reichweite hast du. So, wir haben jetzt 13, 14, 15, 16. Achso, dann erst den Angriff und dann verschieben. Ja, ich habe halt beides. Mhm. Achso. Mhm. Okay. Achso, ich hätte erst den Schaden. Weil jetzt dürftest du nicht mehr, weil. Ah ja, also ich mache erst den Schaden. Okay. Genau, erster Schaden, dann. Und noch meine EP. Wir müssen eh noch 2 Räume öffnen. Und da ich jetzt noch. Und ich würde jetzt gerne meinen Trank verwenden und Karten zurücknehmen. Genau, during leg the turn, du bist aktuell dran. Durch, ja? Während ihr noch den Zug weitermacht. Jo, du bist fertig, dann ist Archer 44. So, was macht ihr Archer denn? Die Archer haben eine Move minus 1. Das heißt, eine Bewegung. Eine Bewegung und sie machen 3 Schaden diese Runde. Haben wir noch Archer? Ja, der ist hier, der muss ein Feld gehen, weil sonst kommt er mit der Reichweite nicht ran. Und dann macht er 3 Schaden. Dann sind es 3 Schaden am Crackheart. Das belebt mich, oder? Mhm. Dann bist du von 6 auf 3 runter. Ich werde dir das kurz mal abziehen. 2, 3 und dann ist die Runde zu Ende. Du, machen wir jetzt, macht der Schurke. Ich werde Short resten. Long resten lohnt sich einfach nicht. Willst du jetzt den Schaman da jetzt noch angreifen oder willst du? Das schon kommt drauf an, welche Karte ich jetzt verliere. Okay. Move 6, ja, das ist okay. Okay, ich habe meine Karten raus. Der Schütze jetzt verletzt worden oder nicht? Hallo? Also ich habe jetzt noch 11 Runden ungefähr. Hat der Schütze jetzt Schaden gekriegt gehabt? Weil... Nee, hat er nicht. Wie viel hast du nochmal gemacht? Hat er eine 0 gezogen, das müssen 3 sein. Ja. Kann mich jemand früh heilen? Oder muss ich das selber machen? Doch, würde gehen. So, mein lieber Schurke, wie sieht's aus? Machen wir die andere Tür da auf? Nee, heil dich sonst mal selber. Da wir sowieso noch 2 Türen öffnen müssen, würde ich fast den Schamanen ignorieren und eine andere Tür aufmachen. Das ist nicht die Frage, weil ich denke mal, du bist eh schneller als ich und ich würde dich dann ganz gerne mal fix heilen ein bisschen. Also ich könnte die Tür öffnen diese Runde, ja. Gehst du da noch weiter oder bleibst du da genau stehen? Ich könnte dann noch ein Feld weitergehen. Weil du müsstest maximal auf dem Türfeld stehen bleiben, würde ich dich von da, wo ich dann, jetzt... Dann bleibe ich, wenn, auf dem Türfeld stehen. Oder geh noch eins näher zu dir. Frage an den Crackheart. Willst du in dem Raum stehen bleiben oder willst du da wieder rauskommen? Ich würde da stehen bleiben, wo ich gerade bin. Wollen wir uns nicht wieder sammeln? Bei der nächsten Tür? Ich würde sagen, wir machen erst oben die Tür auf und wenn das nur Nahkämpfer sind, dann... Würde ich vorschlagen, machen wir die nächste Tür auf, weil die müssen ja erstmal zu uns rüberkommen. Mhm. Sind es Fernkämpfer, würden sie wahrscheinlich angreifen. Und wenn es Fernkämpfer sind, würde ich sagen, ihr macht die untere linke Tür nochmal auf. Und sammelt doch das Loot vielleicht ein. Also ich würde versuchen, da hier stehen zu bleiben und den Elite-Wächter sich selbst töten zu lassen. Ich aktiviere jetzt auch einen Gegenschlag. Das kostet mir noch eine Karte, damit es eng mit meinen Zügen, aber macht sich selbst jedes Mal Schaden, das sollte helfen. Ja, aber nur für eine Runde, ne? Also wenn du die nächsten 6 Mal. Ach, das ist eine aktive, okay, alles eine aktive. Der Schamane hat dummerweise Range, sonst könnte ich auch überlegen, ob ich
den rankommen lasse, aber das wird nichts. Der einzige Nachteil ist halt eben, er hat diesen Bless in seinem Deck, haben wir ja gesehen. Mhm. Das Ding könnte halt dumm laufen, wenn wir ihn am Leben lassen. Aber ich glaube, er ist auch der einzige Schamane. Bist du früh dran? Weil dann könnte ich später. Wie du möchtest, ich könnte sehr spät. Oder dann sehr würde ich allerdings sein. Wahrscheinlich einmal vom Schamanen was fressen. Ansonsten würde ich halt in den Raum reinlaufen und versuchen, den Schamanen zu killen. Wie viele Lebenspunkte hast du denn? 8. 4. Also 4 von 8. Also 4 von 8. Ja, pass auf, dann mach ich dann heile ich dich. Aber ich bin dann recht spät dran. Also, was heißt recht? Ich bin sogar sehr spät dran. Ja, pass auf, ich werde recht früh dran sein. Ich werde eine Karte dafür mehr oder minder opfern. Dann bin ich recht früh dran, dann gehe ich Richtung Tür schon mal und heile dich nochmal. Und dann mache ich nächste Runde die Tür auf. Was hat denn der Schamane für eine Basisreichweite? Wenn Cracker, sonst geh mal ein. Kannst du einen Schritt zurückgehen? Geht das? Oder zwei Schritte zurück? Wenn ich mich heilen und buffen soll. Also, hätte sein können. Nee, sonst überlege ich mal. Wolltest du da rein? Ja, rein würde ich sowieso nicht, aber irgendwie helfen mit einer Range von 3. Die hat mir jetzt viel heilen. Aber die Frage ist, ob du dich hier hinstellst, kannst du doch den Inox mit 3 angreifen. Mein Kart hat schon hingelegt. Gut. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass der Schamane keine Plus-Range hat. Und ziehe dann spät. Falls nicht, kann ich ihn trotzdem noch angreifen, das geht. Spellweaver 7. Ist man an so. Ah, zum Glück bin ich vor den. Ich heile erstmal den Scoundrel um 3. Und dann bewege ich mich noch 2 Felder Richtung Tür und dann. Der Schamane hat keine Zusatzrange, sehr gut. Ja, nur zur Tür hin, okay. Amane, 9. Und wie viel heilst du mich? 3. So, der Schamane bewegt sich auf 2 Felder. 2 Felder bewegt er sich nach unten. Und dann verkürzt Schaden. 2 Ziele, ist in diesem Fall sowieso nur Tubalkain. Ja, er macht erstmal Attack. Ja, zieh mal bitte. Warte. Er hat 2 Bewegungen, wäre hier das. Minus 1. Dann macht er. Er hat Attack minus 1, dann macht er keinen Schaden. Aber fluchen tut er trotzdem. Ja. Warte mal. Und er bewegt sich ein Feld dafür, also hier hin. Genau, er muss sich ein Feld noch bewegen. Jetzt stimmt's. Genau, und du kriegst eine Fluchkarte in dein Deck. Und dann ist der Schamane durch. Service Crackheart. Ein Bless umsonst. Damals fertig, dann Crackheart. Genau. Selbstheilung 4, gibt ein Erdelement. Genau, kannst du wie gesagt auch hier auf Create Element drücken. Wo ist das Create? Auf der linken Seite dann schon. Rechts ist entfernen, okay. Links ist hinzu. Und dann aktiviere ich die nächsten 6 Runden lang Reflect 2 Schaden. Dann gehst du auf Activate. Wo ist eine Mark, um das. Hier, das hier, oder? Ja, genau. Nee, einfach genau kurz reinziehen. So, dann ist die Guard dran. Wo ist denn die Guard? Wir haben eine Elite. Wir haben nur eine Guard. Warte, wie habe ich mich jetzt geheilt? Wo ist die Karte? Du hast 4 gesagt. Wo ist die Karte hin? Hast du discarded oder aktiviert oder lostet? Hier. Das ist die hier wahrscheinlich gewesen. Heal 2 Range. Nee. Ich habe die starke Heilung genommen. Weil bei der anderen habe ich die Unterseite. Wo ist sie hin? Ja, da unten. Warum ist sie ganz unten? Ah, ich verstehe warum. Also ganz unten hin. Ich dachte, die liegt oben drauf. Eigentlich sollte sie oben liegen. Ich glaube, das Problem ist, weil die Karten auf der Rückseite sind. Dass sie oben hinkommt, aber das unten. So, Inoxguard, das ist eine Elite-Wache. Die darf zumindest 2 Schritt gehen und würde 3 Schaden machen. Dann macht sie 3 Schaden plus minus 2 Schaden. Und auf ihm auch. Habe ich gemacht. Dann sind die Archer dran. Archer haben wir einen, ne? Zwei. Zwei Stück? Nee, ein. Der Archer bewegt sich nicht. Die Reichweite ist 3. Reicht. Und dann macht er mit einer Attack von minus 1 dann 1 Schaden plus den Modifier. Das sind 2 Schaden. So, und dein Kartentext hier sagt aus Melee-Attacks, Alter. Nahkampf. Dann ist die Wache, die Archer sind durch, Quadral Tinkerer.
Ja, ich mache einen Heal 2 auf den Cracky. Okay. Und mit dem Bonus wieder? Nee, der Bonus ist raus, leider. Sind nur 2. Und die andere muss ich leider verfallen lassen, ist einfach nur discarded. Damit kann ich nicht angreifen. Ich würde mich gerne bewegen, aber es geht auch nicht. Human Scoundrel, 86. Ja, ich mache erstmal Move 2. Nee, erstmal aktiviere ich mein Single Out Passiv. Bei meinen nächsten 4 Angriffen, wo der Gegner nicht neben einem seiner Allies steht, plus 2 Attack. Oh. Dann mache ich Move 2 Attack 2, beziehungsweise damit Move 2 Attack 4. Das war die 1:16. Das war vorhersehbar. Jetzt stehst du da oben alleine. And ich round. Dich noch mal. Darfst du noch was machen? Rip me. Nein, mehr kann ich nicht machen. Dann bitte discard and round. So, Freunde, wie viele Discard-Karten? Ja, ein bisschen kann ich noch. Ein bisschen spielen kann ich noch. Bei mir wird's eng. Ich habe jetzt noch 5 Karten mit dir auf meiner Hand. Ja, das liegt wie gesagt daran, dass ihr zu viele lostet. Ja. Und ich komme da auch nicht ran. Ich kann dir so nicht helfen, wenn du da stehen bleibst und auf der Range. Ah, gut, doch. Ich kann am Ende der Runde laufen. Verbrauchst du eigentlich nochmal die Erde? Einen Moment. Du kannst sie gerne nehmen. Ich kann nee, auch nee, ohne nee, arbeiten. Nee, nimm sie. Verbrauch sie bitte. Also ich bitte dich sogar darum. Ja, kann ich. Ich kann auch selber nochmal Erde generieren. Nee, brauchst du nicht, das mache ich gleich. So, dann lasse ich mir diesmal Zeit mit meinem Zug. Danke für Tag wahrscheinlich. Schauen wir mal. Lass dir nicht zu viel Zeit, weil ich. Ich kann nicht, es sind 2 langsame. Achso, alles klar. Ich würde gern früh schlagen, weil da 2 Gegner stehen, aber. Ja. Manchmal hat er keine Option. Ach komm, ich helf dir. Hilft dir alles nix. Ich überleg noch ganz kurz, bevor du aufdeckst, bitte. Muss ich kurz überlegen. 3, 2. 1. Jetzt darfst du. Alle Initiative. Ich werde mich bewegen und zwar werde ich mich ganz normal bewegen. Ich könnte jetzt natürlich auch den Netzschießer benutze ich zum Bewegen. Da passiert aber nichts. Das ist eine ganz normale Discard. 1, 2. Und dann werde ich meine Farbbombe schmeißen mit einer Range 3, Attack 4. Gain 1 for each enemy targeted. Das ist leider nur ein Punkt. Und ich ziehe einen Modifier. Plus 1, dann mache ich 5 Schaden an dem Elite. Oh, sehr schön. Also ich habe nur noch irgendwie 3 Runden. Runter, warte, diese Runde. Kriege ich nächste Runde 2 Karten wieder. Warte, das waren 8 Leben hat er. Hat kein Shield, oder? Ne, Shield hat er nicht. Gut. Der hat nur retaliert. Dann ist auf 3. Also ich kann nach dieser Runde noch irgendwie 2 Runden spielen und dann bin ich exhausted. Uff. Dann weiß ich nicht, ob ich die Tür lieber aufmache. Ich muss sie aufmachen. Musst? Ja, aber sonst fehlen uns die Gegner. Du machst eine Long Rest, du wolltest keinen. Also, bringt ja auch nichts. Ich verliere ja trotzdem eine Karte. Ja, damit kann er nur Runden verzögern. Ja. Wobei doch, stimmt, damit kann ich Runden verzögern. Das heißt, wenn ich jetzt den Typ umbringe, was ich vermute, dann kann ich Long Resten und gewinne damit eine Runde. Solange du... Lass mich kurz überlegen, wie war nochmal die Regel? Achso, ich sag eine Short Rest an. Solange du mindestens 2 Karten im Discard-Pile hast, kannst du resten. So. Oder so. Ja, habe ich dann. Hm. Ich sag eine Long Rest an. Nächste Runde. Eine Short Rest, das wird besser. So, dann schauen wir weiter. So, dran? Tinkerer ist durch? Ja, meine Karten sind discarded. Gut, dann bin ich dran. Mein erster Angriff wird eine Attack 3 mit Poison gegen den Typ da oben. Das ist eine plus 1, also 4, 5, 6 Schaden. Ich kriege ja nochmal, weil er nicht neben seinen Allies steht. Ja, dann ist er durch, glaube ich. Er hat nur 6. Habt ihr Erfahrung gegeben? Ja. Dann ist er zu Ende. Und dann hast du noch eine Attack 14. 3. 14 Gegner. Ja, da werde ich gleich mit laufen. Ich krieg sogar 2 Punkte Erfahrung insgesamt. Warum? Könntest du so. Weil ich mein Single Out noch liegen habe und jeder zweite Single Out Angriff gibt mir einen Punkt Erfahrung. Und dann werde ich mit der anderen Karte laufen. Und zwar 2 Felder. Nee, und zwar ein Feld, um diese Münze noch mitzunehmen. Ja, wenn du nächste Runde eh. Doch lieber wegnehmen und da draufstellen. Dann klaue ich mir die Münze nämlich noch. Und ich bin damit Level 2. Der Archer bewegt sich,
wenn er muss, muss er aber nicht. Macht einen Attack 1 insgesamt mit Immobilize auf den Crackheart. Also 2 mit Immobilize. Heißt, nachdem du fertig warst, ist das weg. Weil die andere Wacht ist dran. Jetzt. Der Guard greift an mit... Ach, der macht einen Range Attack, der geht sogar einen Schritt zurück. Seh mal neben die Wache. So. Hauptsache einen Abstand zu dir. Genau, wir können uns ja aussuchen, wohin er geht. Genau, und dann macht er einen Zweier-Angriff mit Range 2. Genau. Minuskarte. 2. Und angezogen, ne? 2, ja. Macht er einen Schaden. Ein Schaden? Ja, hätte er auch einen Bless sein können. Ja, mit Bless wäre ich jetzt tot. Hätte ich 2 Karten. Ich bewege mich, glaube ich, 3 Felder. Ich wollte mich nicht entscheiden. Ich werde nächste Runde den Long Rest machen. Ich bewege mich 3 Felder. 1, um hier raufzukommen. Schamane und ein Schaman. 1. Das sind nicht genug Gegner. Zwei, es gibt außer denen keine Schamanen mehr. Ja, wir müssen noch eine Tür öffnen. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich noch eine Tür aufmache, sterbe ich hinter der Tür einfach. Weil ich dann nichts mehr machen kann. Oh, wenn ich Long Rest, habe ich meinen Invisibility Cloak wieder. Damit kann ich zumindest was rauszögern. Ich bleib da stehen und mein zweiter Angriff wird sein... Attack 3, Range 3, Target 3 und für jeden kriege ich 3 Erfahrungspunkte. Ich greife den vor mir als erstes an mit 3, sind 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. 2 Schaden. Oh. Damit bin ich jetzt erstmal durch. Also, folgendes, mal ganz kurz Silenzium. Uns fehlen noch 6 Gegner, oh scheiße. Ich glaub, vielleicht schaffe ich die unteren beiden jetzt mit einem. Ist der Schamane mitgezählt worden? Der eine Ding? Nein, der ist nicht gezählt. Den rechne ich sogar. Also ist trotzdem eine weitere Tür. Eine weitere Tür. Ich werde jetzt einmal Long Resten nächste Runde und ich dann auch. Werde ich hier diese Tür hier drüben aufmachen, in den Raum reinlaufen mit meinem Invisibility Cloak, den ich dann wieder habe, und versuchen, da einen zu töten. Da ich dann aber ziemlich bald exhausted bin, müsstet ihr das jetzt schnell killen hier, dass mein Typ quasi der letzte Kill ist, damit das Szenario dann vorbei ist, bevor ich umgebracht werde von was auch immer in dem Raum steht. Das ist schlimm, wenn du zuerst stirbst. Das wäre ganz nett, wenn ihr das hinkriegen würdet. dass das Szenario dann quasi zu Ende ist, wenn ich einen von denen umbringe. Okay, wenn ich gut ziehe, sind die beiden Gegner jetzt weg. So, yes. Spellweaver ist durch, Schamane 74, die dürfen noch handeln. Was machen die denn? Move minus 1, dann haben sie eine Move von 0 und einen Attack plus 1. Reichweite? 3 ist die Reichweite. Reicht, dann bleiben sie stehen. Ja, müssen sie sowieso. Ah. Die Reichweite, sie schießen jetzt auf den Armagier. Die Reichweite ist 3. Ich glaube, das war's. Schaden 2. Ach, ich hab 6 Minuten. Werden schon nicht umbringen. Doch, der Schaden ist 3, Freund. Reicht schon, ich hab 4 Karten. zum Abschmeißen. Ja, dann zieh die Karte. Das ist einmal 4 Schaden. Willst du den nicht negieren? Nein. Solange ich nicht kurz um tot bin. Und... Verdoppelt. 6 Schaden. Er hat nämlich den Helm. Du hast den Helm. Das ist eine 5. Ich hab den Helm, dann ist es normaler Schaden. Nee, das ist auch eine 4, ne? Nee. Der Schaden macht ja... Attack plus 1. Er macht 4 Schaden. Vier Schaden macht er. Du wärst besser dran gewesen, die plus 2 zu negieren, weil jetzt macht er einfach. Er macht standardmäßig 3 Schaden. Das ist ein normaler Schamane mit Attack plus 1. Ja, plus Fertigkeit plus 1 nochmal. Ja, du bekommst jetzt 3 Schaden. Er macht 4 Schaden. So, ja, ist egal. Zwei, ich muss so eine. Es ist endet, eigentlich an der Karte wegwerfen. Du wärst besser dran gewesen, die 4 Schaden zu negieren. Freunde, was machen wir hier? Alles gut. Ich hoffe, er macht jetzt gleich hier Spellweaver Magic und die sind aber beide tot. Ich werde meine Lootkarte wegschmeißen. Alles gut. Das, ja, die Lootkarte, Freunde, wir sollten nicht mehr auf Loot gehen, sondern wir wollen... Deswegen schmeißt sie doch weg. Der Spellweaver vorhin vor mir, ich springe über die halbe Map, um eine Münze zu looten. Weißt du? Hey. Dann nur fürs Protokoll, ich habe wenigstens alles umgebracht in dem Raum, den ich zum Looten aufgemacht habe. Cracker hat das dran. Cracker hat das dran, 92. Aber es hat funktioniert. Also gut, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich werfe den Felsbrocken auf einen von den beiden. Der 3 Schaden von sich aus macht und dem anderen noch einen.
Oder ich versuche den Dirt Tornado und hoffe, dass ich plus 1 Attack Modifier ziehe und verbrauche die Erde. Ich würde auch wahrscheinlich mit die Erde versuchen, oder? Ich würde den Brocken, glaube ich, versuchen. Wir haben doch gerade Erde, ne? Wir haben gerade Erde. Also ich würde 2 Schaden machen und alle von denen beide Gegner treffen. Also Muddle ist natürlich schön, aber wir wollen natürlich so früh wie möglich wegkommen, ne? Eben, also die müssen All sterben, deswegen halte ich es für sinnvoll, einen davon zu töten, bevor einer von denen... Ach nee, nur die Schamanen ziehen hier, ne? Ja, mach halt die Elitewächter, mach den Elitewächter halt weg. Mach den Wächter? Mach den Boulder Strike. Wobei den... Wenn du musst 0 ziehen für den, ansonsten kriegen beide Muddle. Hä, was? Minus ziehst, dann stirbt er trotzdem nicht, die Inox Guard. Das ist das Problem. Also ich würde... Ich glaube, der Tornado ist die sichere Variante. Beim anderen habe ich besser... Ja, nimm den Tornado. Ja, dann mach. Dann verbrauche ich mal die Erde. Würfelst. Genau, auch da wieder auf Consume Element. So, Muddle. Dann zieh... Und 2 Schaden. Also gut, der Wächter. 1 Schaden. Der Wächter. Und der Schütze. 2 Schaden. Mist. Aber Muddle. Und die andere Karte kann ich nichts machen, weil ich festgehalten werde. Immer noch? Der hat gerade erst mich festgehalten. Ich war nach dem Gegner dran. Junge, Junge, Junge. Ich sag eine Long Rest an. Ich würde auch einen Long Rest sagen, aber ich fürchte, dann sterb ich. Du kannst keine Long Rest ansagen, ne? Doch, ich muss. Oder ich mach jetzt eine Short Rest und... Ich würde eine Short Rest machen an deiner Stelle. Soll ich auch eine Short Rest machen? Deine einzige Aufgabe ist, die beiden Typen umzubringen. Wenn du das schaffst, haben wir wahrscheinlich... Na komm, dann mach ich auch eine Short Rest. Dann mach ich eine Short Rest. Ich mach eine Long Rest auf jeden Fall. Drehst deine Karten um, drückst auf RRR, damit du es mischst und die oberste Karte kommt weg. Du kannst auch ein Lebenspunkt opfern, wenn du sie behalten möchtest, dann musst du die nächste abwerfen. Achso, ja, ich könnte eine Wunde nehmen und die behalten. Genau. Nee, ja, aber für den Crackheart in seiner momentanen Position mit 2 Lebenspunkten ist ein Schaden zu nehmen, glaube ich, nicht so die Idealoption. So, ich drück einen frühen Heal raus. Das Problem ist, dass das meine beste Initiative-Karte. Ich drück einen frühen Heal raus. Ein früher Heal, mach was mit. Dann behalte ich die 4. Ich hoffe, die sind nicht vorne. Übrigens mit Permadeath, falls euch das niemand gesagt hat. Ja, spielt das keiner. Das hat uns keiner gesagt. Also wir spielen mit Permadeath in dieser Runde. Aber wenn hallo. Das ist ein Rollenspiel. Also wenn du stirbst, dann baust du einen neuen Helden. Ich habe noch nicht mal nach deinem Namen gefragt, aber das ist hier ein Rollenspiel. Mein Name ist Sam. Das interessiert mich nicht, du bist eh gleich tot. Mein Name ist Mystery Girl. Mystery Girl. Mein Name ist Dr. Strange. Achso, wir benutzen Heldennamen. Ja gut, dann bin ich Spider-Man. Ich bin Loot-Man. Du bist Heal-Man, bist du. Was? Wo hab ich die Karten? Das sind nicht meine Hand. Hätte ich das mal früh gewusst, wäre ich da nicht reingegangen. Hör ich mich jetzt an, als wäre ich eins Girl? Eins nice Girl. Eins live Girl. Jetzt höre ich mich an, als wäre ich eine legende Scuffy. Ich hab keine Ahnung, wo meine Karten hin sind. So, jetzt tu Karten hin. Meine Karten sind weg. Also wenn wir Permadeath spielen, dann bleibe ich nicht in diesem Raum stehen. Wo? Hä? Hat jemand meine Karte in der Hand? So. Besser, okay. Gut, ich habe meine Karten drin, da kommt ein Long Rest, da brauchen wir noch die von dem Record. Hast du auf Long Rest gedrückt, Volke? Ich hab auf Long Rest gedrückt, ja. Ich hab gedrückt. Gut. Dann hoffen wir, dass die Inox Archer und die Elite-Wache nicht so schnell dran ist, damit ich mein Heal vorher durchzünde. Ich beeil mich. Schneller geht nicht. So. Karten liegen. Tatsächlich, bei mir ist auch Scorn alles weiß. Has no initiative. Oh, ich hab's doch geklickt, Mann. Du bist raus, Dreckstool. So, dann gucken wir uns gerade mal an. 17, ich darf als erstes anfangen. Dann hau ich dir ein Heal 2 und ein Heal 3 rein. Dann bekommst du 5 Lebenspunkte insgesamt. Ich glaube, ich bin gleich wieder voll. Halt deinen Mund, Mann. Jetzt seh dich wieder. Well played, Tinkerer. Ich tu, was ich tun kann. Ja. Ich bring keine Feinde um, ich bin nur der Support, Mann. Also richtig hart well played mit dem Heal. So, dann bist du auch von 2 plus 5 auf 7. Steven, sehr schön.
Orchid Spell, wie war es gleich wieder ja, da? Mach, du kannst ruhig weitermachen. Also pass auf, die linke Garde unten, die nehme ich aktiv. Ja, damit das ist deine Frostrüstung. Kann ich die nächsten zwei Angriffe vereiteln. Ja, Create und, Ice haben wir gemacht. Genau, und rechts verbrauche ich das Feuer, damit ich eine Wunde auf den oberen Gegner machen kann, der die meisten Lebenspunkte noch hat. Okay, dann ziehe ich gerade mal für dich eine Attack Modifier. Plus minus 0, machst du wie viel Schaden? 3. 3 und wir consumen, das gibt eine Wunde. Genau, das heißt, der kriegt jede Runde zu Beginn seines Zuges einen Schaden. 1, 2, 3. Ich mach die Wunde. Solange er sich nicht heilt, kriegt er jetzt jede Runde einen Schaden. Und dann ist damit ist er gleich tot, sobald er dran ist. Richtig, deswegen liebe ich Discarded. Dann ist die Spellweaver durch. Archer ist dran. Archer haben wir aktuell einen. Er ist im Muddle. Archer bekommt Achso, Schaden. Ich spiele noch mein Minor Stamina noch. Und ah nee, das ist ein Schamane. Kein Archer. Genau, so. Archer hat 0-0. Das heißt, er macht auf Range 3 eine Attack mit 2 Schaden. Dann ist das schon mal ein Miss und er zieht noch eine, ist trotzdem der Miss. Das heißt, er hat nicht getroffen. Das Deck wird danach geschaffelt. Der Archer ist durch, dann kommt Service Cracker, 38. Fragezeichen wegmachen? Hab ich gemacht. Geht das eigentlich? Mit Rechtsklick mit drauf? Oder? Rechts auf das Symbol klicken dann. Also auf das, genau. Okay. Trotzdem. Der hat's noch. Der ja, genau, der ist noch im Muddle. Wir machen weiter mit Crackard. Record, okay. Dann würde ich mal sagen, zuerst mein Massive Boulder. Der macht auf den naheliegenden Gegner einen Schaden. Ich generiere Erde. Und ich greife mit 3 die Wache an. Und hier kommt die Karte. Ein Miss. Nein! Macht es trotzdem auf den anderen einen Schaden? Ich würde sagen schon. Also das hat nichts mit deiner Attacke zu tun. Also ja, okay. Der macht trotzdem einen Schaden. Okay, dann ist zumindest der Bogenschütze weg. Dankeschön. Und dann... Warte mal, es gibt einen Toten. Was macht die Wache diesen Zug? Die Wache bewegt sich und greift einmal an. Denk dran, das ist ein Muddle, das heißt... Kriegt er nur Schaden, wenn er mich angreift oder wenn er mich verletzt? Ja, nur wenn er dich angegriffen hat, das muss nicht treffen. Dann heile ich mich noch. Um 2. Dann Discard und der Service Cracker ist durch. Die Schamanen, 2 Stück. Der obere stirbt jetzt. Ja, der ist tot. Dann kommt noch eine Bewegung 1 mit einer Range 3 und 2 Schaden durch. Kannst du hier noch eine Münze umsetzen? Nicht durchs Rausgehen habe ich keine Rechte mehr gehabt. Und. Noch looten. Achso, du hast noch. Hier, ey, jetzt, Freunde, wir müssen das jetzt echt hier ordentlich machen. Ja. Würze mit dem Looten. Der Wächter sollte sich selbst umbringen. Wir haben einmal zu viel auf den Damage-Counter gedrückt. Ja, dann machen wir einen weg. Genau, wir müssen noch den nächsten Augen weg. Genau. So. Aber der zweite Schamane macht. Nee, das ist aber richtig so, 17. Ja, 17 ist richtig, 20, aber er stand 18, eben auf 18. Achso, okay. So, dann kommen hier einmal 2 Schaden, ne? Auf. Nee, komm nicht. Null, Glück gehabt. Junge. Das, ich wollte gerade sagen, also jetzt auf dem allerletzten Turn nochmal so viel Glück haben. Du wirst getroffen. Ja, ich hab verfehlt. Mit einer Knochenkeule wirft er dich ab und trifft dich breit an der Rüstung ab. Ja, also den hebe ich auf und werf zurück. Schamane ist durch. Jetzt kommt die Elitewache. Was tut die denn? Elitewache. Bewegen und angreifen mit plus 1. Bewegen und angreifen mit einer plus 1. Dann beweg sie mal bitte. Und dann 3 Schaden. Und 2 Schaden. 2 Schaden für mich und 2 Schaden für ihn. Stopp. Genau, weil er immer noch im Muddle war. Was war das davor? Er zieht 2 Karten, eine minus 1 und eine 0 und die minus 1 nehmen wir für unseren Muddle. Und er kriegt auch 2 Schaden. Ah, warum? Wegen seinem Retaliate. Hast du eine Retaliate Armor? Immer noch aktiv. Junge. So, ich dann krieg eine P. Dann will ich mal gucken, was die Scornrow jetzt so hat. Die ist auf dem Long Rest und die Runde endet. Du bekommst so 2 LEP dazu. Klickst du mir die mal rein? Ich musste mich gerade echt wegen meinen Karten überlegen, wie ich das hier am dümmsten mache. Wie viele? Was? Jetzt kriegst du 2 Lebenspunkte. Ja. Mit dem aus Versehen Erfahrung gegeben. Ich habe 8 maximal. Hast du jetzt auf 9 geklickt? Entschuldigung. Hattest du nur einen Lebenspunkt verloren?
Ich hatte nur einen Schaden, weil die Spellweaver mich geheilt hatte. Weil sie nicht gut genug geheilt hat, wolltest du sagen. Das ist doch alles scheiße hier. Mach die Tür auf, dann kommen sie raus und ich kann sie noch vom Mittelraum angreifen, tatsächlich. Kannst du, ja. Wenn das gut läuft, geht das noch. Weißt du was, Tobalkan? Ich versuche auch so gut wie möglich dir zu helfen. Ich werde dir entgegensprinten. Zur Not kann ich auch noch entgegenheilen. Ja, ich muss mal gucken, weil das Problem ist halt, dass die sofort agieren, sobald ich die Tür aufmache. Völlig okay, das kriegen wir schon hin. Ich habe auch noch meine Schuhe, damit laufe ich durch den Raum und dann... Ein Gegner, vorher konzentrieren. Drei Gegner. Ja. Den kriege ich tot tatsächlich. Also wir müssen tatsächlich die obere linke Tür, da müssen wir hinlaufen. Ja, ich werde auch gleich noch sonst die Hexe hier heilen. Und wie gesagt, ich habe zwei Damage-Schaden-Reduzierung auf null. Also... Achso, wir müssen ja wieder... Es wird knapp, aber es wird. Ich nehme die Karten so auf. Weil ihr wieder am Anfang wieder voll in reingegangen seid hier mit euren... Ja, ich dachte, die ganzen Flächenattacken wären sinnvoll. Mit euren waren Sie? Waren sie? Die ganze rechte Seite aufgeräumt. Die Flächenattacken waren total sinnvoll. Das Abenteuer ist einfach knapp. Orchid Spellweaver. Ja, da sind sie alle. Die sind alle sehr knapp konzipiert. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein easy Win. Nee, die sind super... Wobei ich sagen muss, es kommt mir vor, als wäre es mit vier Spielern schwieriger als mit dreien. Durchaus sein, weil halt mehr Gegner gleichzeitig da sind. Also ich hab gemerkt, dass es mit 3 schwieriger wird als mit 2 und 4. Also 3 ist so eine, finde ich, leicht unausgewogen. So, mal schauen. Halt so, ich verbrauche das Eis. Damit mache ich Attack 3 gegen den Schaman. 5 tot. Erledigt. Dann ist noch einer tot und dann laufe ich 4 Felder. warte. Ja, Junge, lauf mir doch nicht weg, ey. Doch, weg. Ja, ich wollte gerade sagen. So, dann ist der Tinkerer dran. Ich werde meine Schuhe aktivieren, dann laufe ich 2 Felder mehr. Mal umdrehen. Dann kann ich, das Immobilize können wir eigentlich herzlich weglassen. Das werde ich discarden und dann laufe ich 1, 2, 3, 4 und hau einen Heal 3 auf dich raus. Also auf unsere Spellweaver. Damit bin ich fertig. 1, 2, 3. Und die Scoundrel ist dran. Ja, die Scoundrel macht einen Move 5. 1, 2, 3, 4. Tür auf. Was steht da? Feuerkonzentration. 5. Permadeath, Freunde. Permadeath. Ich sag dir das. 5. Sind die jetzt noch eine Karte, die Wächter? Oder? Und dann kommt... ein stinknormaler Attack 2, weil ich die Karte legen musste für eine niedrige Ini. Allerdings plus 2 durch mein Single Out, also eine 4er Attack auf den Typ. Plus 0 sind 4 Schaden. Und dann kommt mein unsichtbarkeitsmachender Unsichtbarkeitsmantel, der unsichtbar macht. Und ich bin unsichtbar. Nein, ich kann leider nicht mehr zurückgehen. Wie viel Schaden hast du gesagt? 4. 4. Warte, sie haben diese Runde ein Shield. Inox Guards haben ein Shield. Ja, aber erst nachdem er agiert hat. Geht doch direkt eine Karte. Also er agiert quasi zu Ende und dann sind die aus der Reihe dran. Also seine Attacke funktioniert. Genau, die kommen dann erst neu. Also mein Zug wird zu Ende gemacht und dann... Ach, du hast sie überrascht zugeschlagen, jetzt sind sie in Verteidigungsstellung. Genau. Okay. Also das heißt, die Initiative von 15 wird jetzt wieder nach vorne gezogen. Genau. Aber den Schild werden sie... quasi dran, wenn mein Zug zu Ende ist. Und der Bogenschütze, der Schamane auch. Der Schamane auch, richtig? Genau. Ja. Invisible. Der Schamane kommt technisch gesehen nach ihm, also regulär nach ihm dran. Der Schamane hat noch eine Initiative von 23. Genau, der heilt. Die Guards greifen als erstes an, sehen aber den Scoundrel nicht. Der Schamane heilt. Sie nicht an. 3. Nein, lass uns erstmal die Nein, zwei Guards... Nein, der Ficker. Lass doch erstmal die Guards bitte machen. Ja, die Guards laufen erstmal Richtung Spellweaver, weil du bist unsichtbar und damit ein Hindernis. Sie müssen an dir vorbei zu mir. Wie viele Felder? Guards bewegen sich gar nicht. Entschuldigung, hab das erledigt. Gar nicht. Die haben gar keinen Move, die bleiben da stehen. Ja gut, dann sind wir geheilt. Der Schamane... Bewegt sich, wenn er muss. Er hat eine Reichweite von 3 mit Heilung. Also wenn er 3... Ja, er muss sich nicht. Er heilt 3 und muss ist fertig. Ja, dann ist er wieder geheilt da. Oh, dann ist der Schamane durch, die Scornwall ist durch, Service Cracker. Dann bin ich. Einen. Ja, so, wen machen wir?
Ich muss jetzt drei Felder laufen. Machen wir oder die, ich werfe die Karte ab und springe vier Felder, aber ich glaube, das wäre bescheuert. Schaffst du es hier hinzukommen, irgendwer? Wie das denn? Weiß ich nicht. Mit Boots für mehr Movement oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, hat irgendwer noch Boots aktiv? Oh, also ich sehe, nee, die Scorndle hat Boots gerade. Uns hat keiner. Nee, ich habe aber auch nur die Springboots. So, jetzt die Frage, mache ich eine kurze oder lange Rast? Ich habe noch vier Karten auf der Ablage. Wahrscheinlich ist eine kurze schlauer. Hier rüberkommen, oder? Ich brauche halt auch die Bewegungskarte. Also ich würde sagen, du läufst hin. Also eine kurze Rast jetzt machen. Ja, ich würde das sagen. Hallo. Ich würde sagen, du läufst dahin. Es wäre einfach günstiger. Also ich werde jetzt gleich shortresten, dann kann ich noch zwei Schläge auf den Typ machen und dann bin ich zu Ende. Ja, ich habe jetzt zwei Karten, die ich irgendwie legen kann. Nutze sie halt für ich muss einen Schaden nehmen, wenn ich die Karte behalten will, richtig? Also ich shortreste jetzt. Das ist mal eine gute Bewegung, die ich jetzt wegwerfen müsste. Und eine Reichweitenattacke auch noch. Die Inox Guards haben wie viel Bewegung? Nein, die will ich behalten. Ein Schaden für mich. Nice. Die Bewegung der Inox Guards wissen wir noch nicht. Die ziehen sie ja jetzt gleich erst. Ja, aber Grundbewegung ist 2. Die wird sich immer... kann einer... Ah, nee, doch nicht. Ist egal. Ich komm da nicht. Da niemand neben der Inox Guard 3 steht, ist das irrelevant. Genau. Also, wenn ich nicht viel Pech habe. Die Frage ist, soll ich früh ziehen und riskieren, aufs Maul zu bekommen? Oder soll ich spät ziehen auf das Risiko hin, dass der Schamane die Inox Guard hat? Wobei, wenn ich früh ziehe und der Schamane heilt die Inox Guard, also es. Wobei, dann würden die möglicherweise, nee, wenn selbst du wenn die laufen, würden die Gegner zu uns kommen. Das wäre, weil ich Ranger-Attacken habe. Die Gegner kommen eh zu euch, weil ich unsichtbar spät. Bin. Nee, zieh spät. Wenn du jetzt mich angreifst, dann hört auch der Cloak genau. auf. Aber weil du sollen ja rauslaufen. Weil du unsichtbar bist, laufen sie um dich herum. Damit verbrauchen sie ein Feld. Ja, aber das ist ja egal. Die Enox Guard kann ganz normal dahin laufen. Der andere kommt dann nicht spät. Ja, aber die steht dann irgendwo hier. Aber so würde sie schon mal hier stehen. Ich ziehe spät in der Hoffnung, also am besten wäre, eine Inox Guard würde sich hier hinstellen und einer von euch würde es bis hier schaffen. Das wäre perfekt. Tja, aber erstmal muss die sich da hinstellen, wie du es möchtest. Also ich hab meine Karten gelegt. Was ist mit der Spellweaver? Ich überlege noch. Ich komme da nicht hin. Ich komme da auch nicht hin. Ich muss halt noch warten. Also ich kann mich auf dieses Feld stellen, aber dann das wäre perfekt. Auf. Ich kann sie nicht, komm da nicht hin. Also wenn du es schaffen würdest, dich hier hinzustellen, unter der Voraussetzung, dass die Inox Guards, die haben standardmäßig 2 Movement, ne? Ja, die haben standardmäßig 2 Movement, unter der Voraussetzung, dass die nicht Minus Movement ziehen, dann steht einer hier. Wahrscheinlich, dass ich auch recht. Wann bist du ungefähr dran? Ich bin als letztes dran, vermutlich. Das heißt, du würdest einen Schlag kriegen. Schafft es einer von euch, Dark zu erzeugen? Nee. Nee, ich auch nicht mehr. Ich habe meine Karte weg. Na, okay, schade. Dann. Feuer kann keiner legen, richtig? Soweit bin ich noch richtig informiert. Na, mein Dark wäre noch ein zusätzlicher Punkt Schaden gewesen. Also ich habe auch gelegt, also wenn jetzt noch fehlt keiner mehr. Ich habe auch. Ja, dann drückt auf. Mein letzter Zug. Der Schamane fängt natürlich an. Der Schamane. Der Schamane versucht, den Spellweaver zu cursen, weil er ja den Dings nicht sieht. Das heißt, er bewegt sich zwei Felder mit Reichweite von 3. Kommt ja, aber zu passiert nichts, gut. Ne? Gut, dann sind die Guards dran. Die Guards gucken natürlich zu mir. Bewegen sich haben nicht, schieben sich zwei. Nö, Retaliate und Schild. Die bewegen sich nicht. Achso, ich hab auf den Archer geguckt. Nee, Retaliate und Schild, diese Widerlinge. Der Tinkerer ist dran. Ja, ich kann nicht mehr machen als Bewegung. 2, 1, 2. Dann bleib ich stehen.
Fertig. Auch jetzt bei Weaver, ich bewege mich 3 Felder hier hin, wie angekündigt. Und. Oh, warte mal. 3 Felder gehen. Wenn ich hier stehe, 1, 2, 3, jetzt bin ich. Und Attack 3 mit Reichweite 2 kann ich auch nicht machen. Na. Genau diese eine Reichweite. Scheiße. Das war's. Ich mach einen Short Rest. Wie viele Felder bist du jetzt gelaufen? 3. Ach Mist, dann kannst du auch nicht die Standardbewegung machen. Ja, ja, aber nächste Runde knall ich dir da allen drei was rein. Also so, wir schaffen das noch. Ich kann ja den Schamanen angreifen jetzt. Wie du dich freust. Ist doch völlig egal, wen du angreifst. Es muss nur einer weg. Weil die Guards haben Schild. Hauptsache, also wenn du jetzt schaffst, den Schamanen 2-3 Schaden reinzudrücken oder mehr. Nächste Runde bin ich richtig früh dran und dann mache ich allen 3 Schaden. Oh, ich schaffe es wahrscheinlich sogar, den Schamanen zu töten, wenn dann ich keinen Mist würfle. Probier es gleich aus. Ich bewege mich dann 4 Felder, richtig? 1, 2, 3. Kann ich da rein, richtig? Mhm. Willst du nicht. Warum? Weil du, wenn du rein willst, brauchst du 2 Bewegungspunkte. Achso. Und deine Bewegung endet halt da. Hast du einen Sprung? Nein. Okay. Warum? Ja, sonst könntest du über das Obstacle rüberspringen. Aber dann hätte ich eine Karte abwerfen müssen, das geht nicht mehr. Gut. Und jetzt Reichweite 5. Hat jemand Erde aktiviert? Nein. 1, 2, 3, 4, 5 reicht. 2 Schaden auf den. Kannst du bitte den Schamanen angreifen? Du hast Sicht auf den Schamanen. Das geht. Sicht. Von dem Eck auf ihn, in die Tür. Genau, von der Ecke auf die andere. Durch die Türen durch. 2 Schaden? Mhm. Plus 1. 3 Schaden. Ach, nice. Tu it! Ja, komm, Scoundrel, wofür Scoundrel! Du gib ihm! Attack 3! Tu it! Aus dem ja! Dann fick ihn doch! Grad noch. Epilog! Nee, warte mal, du darfst warte, noch. Warte. Den Zug noch beenden. Und mit meiner. Und genau. Ich wäre nicht die Scoundrel, wenn ich mit meiner Bewegung nicht noch eine Münze einsammeln würde. Hast du dir verdient. Freunde, es ist niemand gestorben, es ist niemand exhausted. Wie geht das denn? Die müssen getan werden. Wie geht das? Ressourcen gut verwendet. Und ich bin Level 2. So, Epilog. Während ihr durch den Wald lauft und versucht, den Geruch von brennendem Fleisch zu vergessen, habt ihr mehr als genug Gelegenheit, eure Taten zu überdenken. Offensichtlich kann man euch ansehen, wie ihr über das denkt, was ihr getan habt, als ihr euch wieder mit Yexera trefft, dieses Mal in ihrem prunkvollen Anwesen. Sie reicht euch das versprochene Geld, einen Sack Goldmünzen mit einem Stirnrunzeln. Sie waren Diebe und Mörder, sagt sie ausdruckslos. Sie haben ihre wohlverdiente Strafe erhalten. Und das ist alles, was ich dazu sagen werde. Ich habe einen weiteren Auftrag, den ihr von euch erledigt sehen möchte. Ich benötige einen Diamanten von beachtlicher Größe für einen Kunden, aber in der Stadt kann ich keinen auftreiben. Es gibt eine Diamantenmine in den südlichen Bergen, die vor langer Zeit aufgegeben werden musste. Ich habe gehört, dass es dort mittlerweile von Wormlings nur so wimmelt. Sicherlich steckt da jemand mit ein bisschen mehr Grips dahinter. Wenn ihr euch einen Weg in die Mine kämpft und euch dort den größten Diamanten schnappt, den ihr dort finden könnt, verspreche ich euch eine beachtliche Belohnung. Und jetzt lasst mich in Frieden. Die beiden Inox-Leibwächter von Yexera treten vor und legen euch nahe, das Anwesen zu verlassen. Als ihr über diese neue Aufgabe... Wir haben gerade 20 Inox verprügelt. Was wollen sie eigentlich von uns? Als ihr über diese neue Aufgabe nachdenkt, hört ihr draußen eine leise Stimme hinter euch. Sie macht das nicht für den Profit, wisst ihr? Ihr dreht euch um und seht eine weibliche Quadrille, die aus einer dunklen Gasse neben Yexeras Haus tritt. Sie trägt eine dunkle Lederrüstung und hält gut sichtbar ein Gerät mit vielen Zahnrädern und einem zylindrischen Metallstück, das mit einem Schlauch verbunden ist. Ach, Greise von der Stadtwache, stellt sie sich vor. Ich weiß, ihr seht auch gerade nicht danach aus, aber wenn bei irgendjemandem der Schein trügt, dann wohl bei dieser Walrat-Lady, mit der ihr gerade gesprochen habt. Sie ist sicherlich eine Händlerin, aber sie hat etwas Finsteres im Sinn. Sie versucht, das Militär in Gloomhaven umzustürzen und solange ich hier schon bin, und wir sind alle sehr gespannt, was sie dieses Mal im Schilde führt. Hör mal zu,
Du kannst ganz nach ihrer Pfeife tanzen, wenn du ein gutes kleines Hündchen bist, aber wenn du tatsächlich lieber helfen möchtest, den Frieden in dieser Stadt aufrechtzuerhalten und nicht von den Wilden überrannt zu werden, dann habe ich eine andere Idee. Wir werden den Plänen von Yexera auf den Grund gehen und öffentlich machen, wer sie wirklich ist.